Und wir starten auf die Map. Es führt uns nach Oasis. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier sehen werden. Vor allem von den Morningstars. Man kennt es ja so ein bisschen. Was werden sie spielen? Wir sehen es auch direkt ganz oben rechts. Hardest ist bei den Morningstars mit am Start. Und somit wissen wir direkt, okay, da wird wohl Ghostcomp gespielt. Denn Hardest, eine unglaublich starke Saria. Auf der Gegenseite natürlich One Point Chubbs, der neue Main Tank, der hier mit dabei ist. Tech36, der letzte Woche richtig abgeliefert hat, richtig stark war. Also da bin ich mehr als gespannt, wie die Teams sich hier aufstellen werden und was sie zeigen können und was sie schaffen werden zu zeigen gegen das starke andere Team. Ghostcomp wird auf Seiten von One Point gepickt und auf Morningstars Seite ebenfalls. Ja, die beiden wollen nicht lange fackeln, die wollen direkt aufeinander einstürmen und sich die Köpfe einschlagen hier in der Universität, wo ja eigentlich gewaltfreie Zone sein sollte, aber heute machen wir da mal eine Ausnahme und deshalb kommen hier beides mal die Zen-Ghost-Comps raus und ab geht's zum Punkt. So sieht es aus und die Morningstars versuchen hier so ein bisschen über die linke Seite vorzugehen. Oh, wir sehen ja Hardest, der ist schon ziemlich aggressiv hier, versucht irgendwie um Chubbs rumzukommen, um das Schild herum zu stoßen. Und schöner Kill hier direkt auf Polly. Wieder dasselbe, was wir letzte Woche auch gesehen haben. Polly immer wieder mit Problemen, zu aggressiv, wird sehr, sehr oft stark gepunished. Und genau das haben die Morningstars jetzt auch getan. Können hier One Point sehr weit wieder zurückdrücken und somit auch ihre Prozente sammeln. Eine schnelle Kill auf die Brigitte, auf Polly gesichert und damit muss sich dann One Point zurückziehen, aber jetzt sind sie regrouped und können wieder vorpushen, haben nicht allzu viele Rückprozente abgegeben und können deshalb jetzt wieder in diesem Fighting gelben. So sieht es aus, also One Point versucht hier über die rechte Seite von Inno zu gehen, der Shatter kommt raus, wird allerdings geblockt, somit keine Chance hier irgendwie den Kill dafür zu finden und Sieg ist auf der Suche, macht viel Damage, aber nicht genug, um hier die Morningstars irgendwie zu angehen zu können und man versucht auf Seiten von One Point irgendwie jetzt auf den Punkt zu pushen, wartet natürlich bis die Cooldowns hier wieder wechseln und pusht über dieselbe Seite, aber schon wieder Polly, der zu aggressiv da steht, sofort gepunished wird und keine Chance hat, das Ganze zu überleben. Transzendenz wird jetzt hier gezündet, auf beiden Seiten, vor allem um die Brigitte hier auf Seiten von den Morningstars überleben zu lassen. Leaf setzt jetzt seine Ult, aber da ist die erste gefressene Graf hier von Tech36 und das zahlt sich aus für One Point. Scaler rasiert hier einfach nur durch die gegnerischen Line und wirft den Leuten die Orbs an den Kopf und somit sieht es hier sehr, sehr stark aus, gerade für One Point, dass sie den Punkt übernehmen. Ja, obwohl man die eigene Brigitte hier verloren hat, hat hier Chubbs nochmal nachgesetzt mit dem Shatter, der vorher durch Scaler eröffnet wurde, indem er die Trans genutzt hat. Und dadurch konnte man den Fighter noch gewinnen. Drei Leute lagen da am Boden und wurden einfach nur noch überfahren. Und jetzt konnte man auch auf One Points Seite einige Ults sammeln. Man hat jetzt vier zur Verfügung. Auf der Seite der Morningstars sieht es ein bisschen weniger aus, aber der Shatter ist auch gleich bereit. Und da muss man schauen, dass man den hier landet, dann kann sich hier nochmal der Punkt für die eröffnen. So sieht es aus. Die große Frage ist, kann man den landen? Kann man da aggressiv genug gehen? Shatter kommt hier raus auf Seiten von Musasa, aber reicht nicht. Self-Destruct hier wird durch die Luft geworfen. Den braucht man aber überhaupt nicht, denn Chubbs, der ist derjenige, der die Kills hier für sein Team macht. Sehr, sehr gut gemacht. Hardest versucht, sich da zurückzuziehen, hat aber natürlich keine Chance, da irgendwie zurück in die Base zu kommen. Und One Point, die scheinen sich wieder gefangen zu haben. Ja, schön das Zeitfenster genutzt, wo Musasa da das Schild hochhalten musste, um sich vor der Diva-Bomb zu schützen und sein Team zu schützen. Und da konnte dann Chubbs einfach nur reinprügeln und sich schön den Schaden mitnehmen. Damit Ja, Chubbs wollte da sneaky gehen, wollte da versuchen, von hinten den Shatter zu setzen, wurde aber entdeckt, hat nichtsdestotrotz Leaf hier direkt punishen können. Geht aggressiv, versucht weitere Kills zu machen, aber das braucht er gar nicht, denn die Jungs von Morningstar, die zerfallen schon sehr, sehr schnell dank des Damage hier von Zyke, den er da machen kann. Ja, und jetzt gehen die One Points ganz aggressiv nach vorne, versuchen den Morningstars gar nicht viel Raum zu lassen, hier überhaupt an den Punkt zu kommen. Und 70% haben sie schon gesammelt, das sieht doch ganz gut aus. Aber jetzt drei Ults auf der Seite der Morningstars und vor allen Dingen Hardest, der hat jetzt seine Graviton. Wie kann die eingesetzt werden? So sieht es aus, die Grav und der Self-Destruct ist beides bereit. Hier kommt der Self-Destruct geworfen, findet allerdings hier erstmal keine Kills. Hardest auch noch nicht mit der Möglichkeit, seine Grav ordentlich zu setzen. Muss aufpassen, dass Tech36 diese nicht frisst. Jetzt kommt sie aber raus und trifft sehr, sehr viele Transzendenz. Allerdings auf der Seite der Verteidiger, um den Damage nicht durchkommen zu lassen. Aber Dragon Eddie ist parat, frisst hier die Graviton Surge von Sieg. Es ist ein Hin und Her. Chubbs ist jetzt der Erste, der fällt. Somit die Chance hier für die Morningstars, das Ganze bei 99% noch zu drehen. Denn es fehlt der Schild, es fehlt der Schutz
für das eigene Team und so sieht es aus. Eng aber mit dem Boop auf Leaf. Safe Destruct kommt durch die Luft gesegelt, findet keinen Kill und somit sieht es noch gut aus für die Morningstars. Aber ein wichtiger Boop hier jetzt gerade. Richtig stark gemacht von Eng. Der könnte das Ding hier nochmal drehen. Er könnte seinem Team hier den Sieg auf diesem ersten Punkt bescheren. Und OnePoint macht das richtig, richtig stark. Shatter geht ins Schild. Wieder wird man versucht hier runter zu boopen. Aber Mustas hat keine Chance, das Ganze noch zu überleben. Nur noch Drido, der auf dem Punkt versucht zu contesten, hat aber keine Chance mehr. Und OnePoint klatscht das Ganze mit schönen Boops von Eng. Ja, OnePoint macht das auf jeden Fall richtig gut. Eng macht dann einen super Job und boopt die Gegner weg. Bringt da Unordnung in die Struktur der Samsung Morningstars. Und das kann bestraft werden. Da geht das Team von OnePoint einfach nach und kriegt die Kills und somit auch den Punkt letztendlich. Also 1:0 hier auf Oasis. Und jetzt müssen die Morningstars nachlegen, denn ja, die haben sich so ein bisschen hängen lassen. Die haben es jetzt nicht ganz so geschafft, hier wirklich stark zu sein. Aber jetzt mal schauen, ob sie vielleicht den Winston auspacken und den hier besser mit der Umgebung ins Spiel bringen. So ist es. Mal schauen, wie das Ganze hier funktionieren wird. Ob die Teams dafür gewaffnet sind und vor allem, ob die Morningstars hier nochmal durchbrechen können durch die starke Ghostcom, die hier OnePoint gerade auffährt, die OnePoint hier schafft aufzubringen. Gehen jetzt hier direkt auf den Punkt, suchen den Fight erst auf den Punkt und genauso passiert es Morningstars. Die fallen direkt zurück, die wollen direkt rotieren und scheinbar in die Base zurückgehen, denn die haben natürlich mit Mustasa auf dem Winston nicht so viel darauf zu antworten, denn es fehlt, man hat wesentlich weniger Damage, gerade auf der Close Range. Somit Mustasa jetzt auf dem Reinhardt und der Fight, den möchte man hier gleich suchen. Man tastet sich noch ein bisschen ab, geht jetzt aggressiv auf den Punkt und versucht hier direkt Chubs anzugehen, aber der fällt zurück, ist hier erstmal sicher, richtig stark gemacht und somit erstmal keine Chance, hier den ersten Kill durchzuprogrammen. Hades allerdings, der sammelt schon fleißig für seine Ult. Der sammelt hier Ult-Prozente und kriegt dann auch Chart auf seine Waffen. Die ist nämlich bei 100% und damit lasert er sich einfach durch die Gegner durch. Kriegt aber noch keinen Kill. Guter Heal hier auf der Seite der One-Points. Und ja, die rotieren hier gut um die Mitte rum. Und noch keiner will hier sich wirklich weit nach vorne schauen. Hades macht hier einen grandiosen Job. Kriegt Tech 36 und Chubs raus. Auf der Gegenseite aber ebenfalls Mustasa, der gefallen ist. Rally kommt raus auf Seiten von OnePoint. Man möchte das Ganze nochmal gewinnen. Man möchte hier nochmal engagen. Und somit ist es ein Hin und Her. Aber Hades ist bereit. Hades hat seine Graviton Surge. Muss sie aber vielleicht gar nicht mehr nutzen. Denn Polly, der ist schon runtergeboopt worden. Und OnePoint zieht sich hier erstmal zurück. Und Hades wirklich, der ist immer viel weiter als die gegnerische Saria. Jetzt hat Zirk tatsächlich aufgeholt. Aber er war gerade bei 70%, während Zirk noch bei 35% war. Der hat hier wirklich den Laser in der Hand und kann durch die Gegner durchschmelzen, ohne dass er großartig selber Schaden frisst. Beziehungsweise er hat den Heal einfach auf Seite, seiner Seite am Start. Und er hat Drido, der hier super Boops leistet, aber jetzt vom OnePoint wieder ran. Hat auch was, den Shatter kann so eine einsetzen. Ja, man möchte aggressiv gehen, aber da ist die erste Graf, die gefressen wurde. Tech 36 macht einen phänomenalen Job. Sehr, sehr schön gemacht. Hades fällt direkt als erstes. Drido wird nachgeliefert und Scaler macht die Kills einem nach dem anderen. Wer fallen hier seinen Orbs zu offern? X-Rath und Leaf können sich beide nicht mehr auf den Beinen halten. Und somit ist OnePoint das Team, das hier weiter pusht. Ja, und da hat Hades dann wieder einen kleinen Knackspunkt gezeigt, dass er die Draft halt in die Diva-Matrix reingeworfen hat und somit, ja, dann den Vorteil abgegeben hat. Mit der gelandeten Draft hätten die Morningstars, glaube ich, den Punkt halten können. Jetzt ist er geflippt bei 37% nur, also man hat nicht allzu viel sichern können und vor allen Dingen die Draft jetzt verfügbar für OnePoint. Ja, die Transzendenz hier auf Seiten von OnePoint, die baut sich ebenfalls auf Seiten von den Morningstars eher weniger. Zirk setzt direkt seine Graf schön an die Ecke, damit sie nicht gefressen werden kann. Leaf ist der Erste, der fällt. Und wieder Scaler, der hier den Killfeed füttert. Richtig, richtig stark, was OnePoint hier gerade aufs Feld bringt. Und sie haben schon 30% erreicht. Ja, jetzt holen sie auf und versuchen gleich alles dran zu geben, hier die Gegner nicht mehr auf den Punkt zu lassen. Und es sieht echt mau aus bei den Morningstars. Die haben die Diva-Bomb, aber nicht wirklich viel zum Kombinieren. Also von der Graviton-Ult sind die noch relativ weit entfernt. Und auch Reinhardt braucht noch so ein bisschen, bis er hier seine Ult hat. Und damit sieht es echt böse aus für den nächsten Fight. Genau, das ist der Knackpunkt. Chubs geht aggressiv, versucht seinen Shatter aufzuladen. Zetisberg fliegt durch die Luft, findet keinen Kill. Dann schafft da er mit seinem guten Schild da landet. Aber der Shatter liegt drei Leute auf dem Boden. Mustasa ist sofort down. Keine Chance, ihn da irgendwie mit dem Rally zu retten. Aber auf der Gegenseite hat man tatsächlich auch Polly hier schon rausgenommen. Und es sieht gut aus, gerade für die Morningstars, die es schaffen, hier Eng und Chubs
zu bestrafen, sie hier von der Map zu schlagen. Scaler und Zurich sind die nächsten beiden, die fallen. Und somit schafft man es hier bei 75% das ganze Ding zu drehen. Und das war eine gute Ult hier von Leaf. Der hat mit der Rally sehr, sehr viel Rüstung verteilen können und damit sein Team am Leben halten. Auch gegen diesen Chatter. Auch wenn man Mozasa da verloren hat, konnte man dann doch bestehen gegen Monpoint. Aber ja, die rücken auch schon wieder an mit der Graf-Kombo vielleicht. Ja, Mozasa aber in der Backline und setzt den Chatter. Zwei Leute liegen dort auf dem Boden. Aber schön reagiert hier gerade von Monpoint. Gar nicht den gegnerischen Reinhardt an sich rankommen lassen. Aber Polly ist schon wieder zu aggressiv. Und das ist natürlich die Chance jetzt für Mozasa. Kann einen nach dem anderen nur bestrafen in diesem kleinen Raum drin. Mit dem großen Damage, den er machen kann. Stark gespielt hier von den Morningstars. 70% auf ihrer Uhr. Und so eine kleine Brigitte, die fehlt dann doch in so einem Teamfight. Und da zerfällt einfach Onepoint in seine Einzelteile. Und die Prozente auf dem Punkt, die gleichen sich hier echt an. Also beide jetzt bei 77%. Aber ja, die Defensive Ults, die sind hier bei den Morningstars vorhanden. Und da muss man erstmal durchpushen. Ja, bisher haben wir aber noch keine große Combo gesehen. Jetzt allerdings ist die Möglichkeit dazu da, mit dem Grab und dem Self-Destruct hier für ordentliche Kombos zu sorgen, wenn diese nicht wieder gefressen werden. Rally wird eingesetzt auf Seiten der Morningstars. Leave ist somit eine Ultimate los und somit hatte man aber dann nicht wirklich Erfolg mit Mozasa. Versucht den Chatter zu setzen, sehr, sehr schön geblockt. Hier von Chaps und wieder Dragon Eddie, der die Ult frisst auf der Gegenseite. Allerdings kommt die von Morningstars durch. Self-Destruct wird weggeschildert, gerade noch so. Mozasa ist der Nächste, der fällt somit die Chance hier wieder für Onepoint. Dank fehlenden Maintings. Transzendenz wird gesetzt, um das Team am Leben zu halten, um das Team nochmal nach oben zu schicken. Genauso wie die Sound Barrier auf Seiten von Onepoint gezündet wurde. Und es sieht gut aus. Man schafft tatsächlich hier die Kills dennoch zu holen. Trotz der Transzendenz, die vorhin gezündet wurde. X-Rath und Leaf sind down. Und es sieht so aus, als könnte man den Punkt hier nochmal aufrollen und bei 99% gerade noch so drehen. Das heißt, ein Engage ist für die Morningstars noch möglich. Das war haarscharf für die Morningstars. Die hätten es fast geschafft, aber Onepoint dann doch nochmal gut gegen gepusht. Und es war ein schöner Versuch hier, den Reinhardt hochzuhupen, während die Lieberbomb fiel, aber leider genau mit dem Schild in die Lieberbomb rein. Deshalb hat das nicht geklappt. Jetzt stirbt Hades und damit sollte der nächste Push dann schon fast gegessen sein. Ja, das ist super ärgerlich. Er war dazu aggressiv, wurde dafür sofort gepunished und kann somit hier auch nicht mehr am Kampf teilnehmen. Und du hast es gesagt, das ist natürlich ein sehr, sehr fatal. Man versucht hier passiv zu bleiben. Mozasa wird da sehr hart angegangen und fällt jetzt auch. Polly sehr, sehr schön. Jetzt die Soundbarrier auf Seiten der Attacker, auf Seiten von den Morningstars. Sie müssen versuchen, hier irgendwie nochmal auf den Punkt zu kommen mit der Transzendenz. Self-Destruct wird gezündet, nur um sich zu remake, um die Leute nochmal hier wegzuforcen. Self-Destruct kommt jetzt von der anderen Seite, von Onepoint heraus, aber auch da fehlt es an Kills. Polly mit dem nächsten Kill auf Leaf und somit mit der Chance, hier das Ganze besser zu machen. Aber Hades kriegt tatsächlich die Graf nochmal raus, trotz des vielen Schuss, das Tech-36 auf ihn setzt. Keiner kann mehr contesten und Onepoint macht den ersten Punkt. Keine Chance hier für die Morningstars, auch wenn es zwischendurch ganz gut aussah in dem letzten Fight, wenn man da den Reinhardt runtergebucht gekriegt hat, aber das hat dann nicht ganz ausgereicht, um jetzt doch nochmal zu gewinnen und Onepoint nimmt sich hier recht souverän dann doch Oasis ein und liegt damit jetzt mit einem Punkt in Führung. Ja, sehr, sehr stark. Gerade wenn man einfach nur auf die Tabelle guckt, einfach nur schaut, okay, wie stehen die Teams gerade so? Da ist natürlich, sagt man sich, okay, ja, Onepoint wesentlich tiefer. Ja, das wird dann wahrscheinlich hier ein Sieg für Samsung Morningstars. Aber genau das ist es nicht geworden bisher. Samsung Morningstars haben zu strugglen. Onepoint macht das sehr, sehr gut. Haben Fehler gemacht, gerade am Anfang mit Polly, der immer wieder zu aggressiv ist. Und das wird sehr, sehr gut gepunished. Aber die Morningstars waren einfach nicht koordiniert genug. Das, was sie sonst sind, das müssen sie besser machen. Und mal schauen, ob sie das nach der kurzen Pause schaffen werden. We'll be right back.
Pause und können dann natürlich gleich auch direkt auf die nächste Map starten, auf die wir natürlich sehr, sehr gespannt sind. Aber bisher, ja, Morningstars, die hatten tatsächlich zu strugglen mit dem wirklich starken One-Point. Ja, die haben wirklich Probleme gehabt. Ihre Brigitte zu weit vorne drin, zu schnell gestorben. Nachher Hades hat viele Ults abgegeben, indem die gefressen wurden von der gegnerischen Diva. Und da stimmte einfach noch nicht alles so, wie es sollte. Also die Morningstars, die lassen sich da echt gerade ein bisschen hängen. Und OnePoint nutzt das gnadenlos aus. Die gehen rein und die nehmen einfach mit, was sie können. Und haben somit jetzt auch Oasis sich verdient einfach für sich beansprucht. Und ja, ich würde sagen, da muss Samsung Morningstars auf jeden Fall noch nachlegen. Definitiv. Also das, was sie jetzt hier auf der ersten Map gezeigt haben, ist nicht ihre alte Stärke. Normalerweise sind sie da koordinierter, sind konstanter. Wir haben nicht wirklich diese Kombos gesehen, die vor allem sehr, sehr gut funktionieren bei den Morningstars, weil natürlich mit Hades jemand da ist, der eigentlich durchweg die ganze Zeit seine Ults rauswerfen kann, weil er die ganze Zeit seine Graviton abhält, ein unglaublich starker Saria-Spieler ist. Aber ob das hier reicht im Endeffekt, weiß ich nicht, denn bisher hat es nicht wirklich funktioniert. Wir haben es gerade gesehen, dass man so ein bisschen die Problematik damit hatte, dass man Hades da nicht bestrafen konnte, Hades nicht angehen konnte. Aber mal schauen, ob sich das Ganze bessern wird, denn die nächste Map, die wird King's Row sein. Und mal schauen, ob man hier auf Seiten der Morningstars da ein bisschen besser mit zurechtkommt. Gerade weil auf Seiten von OnePoint erlaubt man sich doch auch Fehler. Gerade, wir haben es angesprochen, Polly viel zu aggressiv teilweise, sehr, sehr weit vorne. Wartet die Bubbles dann nicht richtig ab, kriegt er keinen Support noch von seiner eigenen Backline. Da muss auf jeden Fall ein Auge drauf geworfen werden bei OnePoint. Und wenn die Morningstars das punishen können, dann haben sie natürlich eine große Chance, hier auch auf der nächsten Map als Gewinner hervorzugehen. Ja, und ich denke, hier auf King's Row werden die Graphs nochmal viel, viel wichtiger, denn es sind engere Räume, man hat weniger Platz und das bietet natürlich auch Reinhardt mehr Chance, mit dem Hammer durchzuschwingen und in eine Graph rein. Da macht ein Reinhardt nichts lieber, als da seinen Hammer durchzuschwingen und die Ult-Prozente aufzuladen. Und deshalb bin ich mal gespannt, ob sich Hades jetzt am Riemen reißt und ja, die Graphs dann mal nicht in die Diva-Matrix wirft oder ob das Ganze direkt auf der anderen Seite losgeht und ja, möglicherweise Polly ein bisschen besser spielt. Also, es bleibt abzuwarten, was gespielt wird hier jetzt auf King's Row und angreifen werden erstmal die Morningstars. Genauso sieht es aus. Vielleicht haben die Morningstars jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu drehen und sich den Punkt zu holen, aber OnePoint natürlich jetzt erstmal in der Defensive mit der Goatscomb, wie wir sie kennen, wie wir sie lieben. Und mal schauen. Eng, auch gerade muss man sagen, mit der wunderbaren Leistung. Stark gespielt, gerade im University war es, glaube ich, wo der viele Boobs gelandet hat, viele, viele wichtige Boobs gelandet hat. Gerade da in den Abgrund rein. Aber die Morningstars jetzt hier scheinbar mit Leaf auf der Pharah. Nein! Ich wurde gebaitet, nein, man bleibt hier auf der Brigitte. Das heißt, man wird hier natürlich auch für die Goatscomb gehen wollen. Drigo wird jetzt auch switchen, setzt da nur einen Schuss, um sich da ein bisschen abzuheben. Und somit geht man da direkt aggressiv, man möchte nach vorne pushen. Man möchte hier direkt auf den ersten Punkt engagen. Scaler wieder in der Backline, wir haben es gesehen, sehr, sehr gefährlicher Senjata. Aber ha, das ist dieses Mal der Erste, der den Kill bekommt. Chubbs fällt, Polly fällt und das ist jetzt wirklich nur noch ein Rolldown. Einer nach dem anderen wird hier überfahren. Hades, der schon bei 70% mit High Energy ist und das ist natürlich schon mal eine schöne Prozentzahl, um sich hier Prozente zu erlangen. Hat denn einer den Speed-Up-Button gedrückt? Das war ja mal ein Quick-Engage, wie er im Buche steht. Also die Morningstars haben einfach nur überrannt, erste Kill gesucht und dann direkt nachgesetzt. Und somit, ja, ein super schneller Point und die Payload, die kann sich jetzt auf den Weg machen und da kann man sich so ein bisschen Zeit lassen. Da kann man auch mal gemütlich mit 30 herfahren. So sieht es aus, die Morningstars jetzt in einem wesentlich besseren Licht, als sie es gerade gezeigt haben. Aber man muss aufpassen, man versucht hier zu engagen, OnePoint geht sehr aggressiv und kriegt auch direkt den ersten Kill hier auf Mosasa. Da ist der Spawn-Vorteil natürlich für die Morningstars hier enorm groß, aber nichtsdestotrotz sollte man nicht zu viele Prozente, zu viel Spam-Damage auf sich einregnen lassen, um hier gerade vor allem Hades nicht zu füttern. Allerdings ist der schon gut gefüllt, der Bauch, der ist voll und auch Dragon Adys Bauch ist voll, also die Combo, die könnte gleich rauskommen. Ja, und wenn man den Reinhardt verliert, dann muss man natürlich zurück. Und der hat jetzt aber den Shatter, den landet er auch in die Grab. Und da wird eigentlich sein Schaden ausgeteilt. Ja, Self-Destruct kommt raus, aber den benötigt man überhaupt nicht. Denn Hades ist zur Stelle, macht ein Kill nach dem anderen zusammen hier mit den Supportern, mit Xerath und Drido. Und die Morningstars haben jetzt die Möglichkeit, nach vorne zu pushen. Und OnePoint, die sind erstmal hier zurückgedrängt worden.
Ja, aber immerhin eine Minute hat man von der Uhr nehmen können. Man hat mit dem Kill auf den gegnerischen Reinhardt da einfach sich die Zeit erkauft und vor allen Dingen Ults erkauft. Man hat den Shatter, man hat die Graviton und eine Transzendenz, also wirklich das volle Paket hier, um einmal reinzustürmen. So sieht es aus und das möchte man natürlich nutzen, aber es fehlt hier der Self-Destruct bisher noch, 1% braucht man dazu noch, somit ist die Combo gleich perfekt und die möchte man natürlich dann auch aussetzen, wenn Dragon Eddy diese nicht wieder fressen sollte, die Graviton, die natürlich in letzter Zeit sehr, sehr häufig gefressen wird, trotz dieses Nerfs, der auf die Defense Matrix rausgekommen ist. Man traut sich jetzt hier, man wartet irgendwie einfach an der Ecke, wartet darauf, dass die Morningstars engagen, wartet darauf, dass sie irgendwie den ersten Schritt machen und somit fällt man jetzt aber zurück, möchte die Ecke dann nicht wirklich angehen, möchte die Corner dann nicht halten und somit pushen hier die Morningstars weiter. Sound Barrier kommt raus, ebenfalls auf Seiten von One Point Shatter, landet im Schild. Schöne Graf hier, Self-Destruct wird einfach auf die Köpfe gesetzt, das könnte hier schön werden, aber da wurde man sofort weggeschildert. Self-Destruct nochmal auf der Gegenseite hier von den Morningstars, aber auch dort fehlt es an den Kills. Rally kommt raus auf Seiten von One Point, aber wird das reichen, ist die große Frage. Wird das reichen, um die Morningstars hier wieder von der Payload zu verdrängen, sie aufzuhalten und nicht weiterfahren zu lassen? Bisher sieht es nicht danach aus, denn Schatz ist der Erste, der fällt und somit kann der Damage hier regnen. Der Damage kommt durch und somit fallen die Kills jetzt hier auch für Exorath. Polly, Scaler sind da und der Zenyatta, der füllt wirklich wieder den Killfeed. Exorath, der macht da echt einen Top-Job und kriegt hier die ganzen Headshots auf sein Konto. Aber auch Hades, super charged hier und der holt sich die Ult-Prozente. Gerade war er noch bei 60 und jetzt schon bei 80%. Allein dadurch, dass er die gegnerische Zarya da gejagt hat und jetzt auch noch weiter vorgeht. Und das sollte dann doch gleich die nächste Ult für ihn bedeuten. Mal schauen, ob sein Team da hinterherkommt und eine Kombo setzen kann. Genau so ist es. Die Morningstars mit der Transzendenz haben die Möglichkeit, diese gleich einzusetzen. Natürlich als schöne defensive Ult. Allerdings mit der Combo, die hier anstehen wird auf Seiten von Morningstars, ist auch nicht zu spaßen. Die Graf kommt hier direkt raus. Sehr, sehr schön gemacht, da oben hingesetzt. Chubbs somit keine Chance, sein Team zu schilden. Allerdings ist Musasa viel zu aggressiv. Wird da sofort gepunished. Und das ist natürlich, das ist die Möglichkeit hier für Zrai, durch zu lasern, alle zu braten und hier sich lecker, ja, durchzuwurzeln. Ja, und auch nochmal den einen Stagger-Kill hier auf Leaf mitnehmen. Da muss man aber gucken, dass man sich auch rasch zurückzieht, sonst könnte das auch in die Gegenrichtung umschwingen. Aber die Morningstars, die rennen jetzt mit einer Armada an Ults hier rein, haben alles außer die Graviton. Auf der anderen Seite allerdings könnte man auch in eine Graviton-Bomb selber reinlaufen und da muss man aufpassen. Deshalb jetzt vorsichtiges Rantasten von den Morningstars. Ja, 5 Ultimates allerdings hat man auf seiner Seite. Rally wird auf beiden Seiten eingesetzt, um das Ganze auszugleichen, um beiden die gleiche Möglichkeit zu geben. Shatter geht durch, findet allerdings nur sich weit in der Backline und somit keine Chance auf diesen zu engagen. Self-Destruct kommt durch, Shatter landet im Nichts. Der Self-Destruct kann easy geschildert werden. Musasa sehr aggressiv, wird gestunt, aber sofort unterstützt hier von Hades mit einer Bubble-Transzendenz, wird gezündet auf Seiten von One Point. Man findet sich wirklich die Ultimates und man will sie setzen mit der Graviton, aber Dragon Eddy ist zur Stelle. Auch der Shatter landet wieder im Schild. Es ist ein In und Er. Man findet kein Value aus diesen Ultimates, auf diesen wichtigen Ultimates jetzt, aber das Self-Destruct, Chubbs ist down. Hades setzt nach, aber Tech 36 mit dem Double-Kill dreht das Ding hier vielleicht doch mal um. Musasa ist hier richtig low gegangen, wird angegangen hier von der gegnerischen Zarya. Leaf und Musasa werden fallen. Richtig stark gespielt und gerettet von Tech 36. Da hat die Diva Bomb mal wirklich den ganzen Fight geklärt. Eigentlich dachte ich, die Morningstars, die liegen hier ein bisschen vorne in dem Fight. Die haben immer später ihre Support-Ults genutzt und damit den längeren Effekt, damit den längeren Atem ein bisschen in den Fights. Aber eine Diva Bomb, die klärt das Ganze hier, Tech 36, perfekt platziert, um hier den Double Kill mitzunehmen. Und damit müssen die Morningstars sich jetzt Die Graf wird gesetzt auf Seiten von Morningstars. Diese landet aber Dragon Eddy frisst die Graf auf Seiten von One Point. Nichtsdestotrotz ist Musasa der Erste, der fällt. Zu aggressiv, zu wenig Support. Gute Nacht von Polly, schöner Stun. Richtig stark gespielt und somit fährt man einfach wieder nur durch. Man rollt wieder über die Morningstars drüber. Und das bei nur noch 2 Minuten, die sie haben, um das Ding hier durchzupushen, wird das richtig, richtig schwer. Dragon Eddy verliert hier nochmal den Mac Dridos down und somit ist dieser Push auch wieder aufgehalten. Ja, die Morningstars, die müssen jetzt gucken, dass die ein paar Prozente sammeln und dann gleich mit ihren Ults reinpushen können. Vielleicht mal mit dem Dry-Push versuchen, dass man keine Ults nutzt und dann möglicherweise schnell den Fight verliert, aber Ult-Prozente dabei sammelt und die Gegner zwingt, Ults zu nutzen. Das wäre jetzt mal ein Vorteil, aber mal schauen, wie sie das machen werden.
Ja, auf Seiten der Morningstars hat man jetzt zwei schöne defensive Ultimates auf Seiten von One Point. Allerdings hat man mit der Transzendenz auch eine Möglichkeit zu antworten. Gerade gegen die Hardest Ult, die so gefährlich ist. Rick ist jetzt in der Lage, mit seiner Graph zu arbeiten. Dragon Eddie geht aggressiv nach vorne, möchte punishen, möchte den Damage machen, um seine Ult natürlich aufzuladen. Graph wird gezündet hier auf Seiten von One Point. Konnte dieses Mal nicht gefressen werden. Transzendenz ist allerdings zur Stelle. Kein Damage kommt so durch. Sound Barrier ebenfalls. Der Shatter kommt durch. Liegt drei Mann auf dem Boden. Die Graph kommt aber ebenfalls hier, um das Team nochmal zu supporten, um sie wegzuhalten. Kein Damage durchgehen zu lassen auf die Leute, die vom Shatter auf dem Boden lagen. Aber Mustasa wieder sehr, sehr low. Wird gepunished. Verliert sein Leben. Eng zu auf der Gegenseite. Aber das wird nicht reichen, dieser eine Kill auf den Lucio, um hier weiter zu pushen. Und so langsam drückt die Zeit dann auch im Schuss. 36 Sekunden sind es nur noch. Und da muss man sich schnell regroupen. Und Dragon Eddie, der hofft gleich auf eine dicke Diva-Bomb, die er landen kann, um mindestens ein bis zwei Kills hier mitzunehmen. Aber das wird schwierig anzugehen. Ja, man möchte jetzt aggressiv gehen. One Point pusht ein bisschen nach außen. Tech 36 mit seinem Safe Destroy. Wir wissen alle, wie verheerend dieser sein kann. Auf Seiten von den Morningstars wird aber jetzt derselbe der Safe Destruct geworfen. Transzendenz wird gezündet. Hardest ist direkt down. Safe Destruct mit den auf den Punkt. Und wieder der Double Kill für Tech 36. X-Rays und Hydro mussten dieses Mal dran glauben. Mustas hat keine Chance, das Ganze irgendwie zu überleben. Und somit wird die Payload aufgeräumt. Sauber gemacht hier von den Morningstars. Und One Point ist hier wirklich der Hausmeister und fegt alle weg. Ja, das ist echt blitzsauber. Und Tech 36, was ist denn bitte mit seinen Diva-Bombs los? Ist jetzt in dem ganzen Game noch keine Diva-Bomb-Kills und auf einmal legt er zwei Double-Kills hier nach. Also, der Junge hat echt Zielwasser getrunken und kriegt seine Diva-Bomb perfekt platziert hier. Das wird den Morningstars zum Verhängnis. Und ja, die müssen jetzt versuchen, das Ganze zu verteidigen. Mal schauen, ob die das hinkriegen. Der erste Punkt natürlich so schnell gefallen und dann trotzdem noch so weit hinten dann gehalten. Also perfekte Defense hier von One Point und mal schauen, ob sie das auch im Attack nachmachen können. Ja, das ist natürlich die große Frage. Kann man diese Stärke, diese Dominanz, die man jetzt in der Verteidigung gezeigt hat, im Attack nochmal umsetzen? Kann man das Ganze da nochmal besser machen? Das wird natürlich jetzt sehr, sehr interessant. Oder sind da vielleicht auch einfach die Morningstars dann im Vorteil, weil sie selber wissen, okay, hier ist vielleicht die Defensive einfach mehr unser Stil. Und wenn man sich natürlich in so tollem Ambiente hier vorbereitet auf das Match hier, dann kann natürlich nichts schief gehen und One Point kann geschlagen werden. Aber die Morningstars erstmal mit der Goldscope in der Defensive möchten das Ganze natürlich dort halten. Jetzt allerdings ein interessanter Faktor, dass wir hier gerade nicht X-Wrath auf dem Zenyatta sehen, der ja einen unglaublich starken Job sowieso immer auf dem Zenyatta abliefert, jetzt aber allerdings auf der Ana unterwegs ist, was da natürlich noch mal ein bisschen mehr Healing bringt. Vielleicht auch, weil sie erwarten, dass One Point hier mit einer DPS-Comp an den Start geht und somit einfach dieses Healing wesentlich mehr benötigt wird. Mal schauen, ob das Ganze funktionieren wird oder ob One Point das hier schaffen wird, die Gegner zu überrollen. Nein, man geht hier auf die Goldcomp und wird damit versuchen zu engagen und ranzugehen. Also, die Morningstars in der Defensive treffen auf die Ghostcomp von One Point, die attacken müssen. Ja, und mit der Ana muss man da schauen, dass man wirklich aufpasst, denn die muss ganz weit hinten stehen, um nicht ins Schussfeld zu geraten, aber hat natürlich einen guten Heal-Output und da geht's auch hier direkt aufeinander los. Ja, vor allem muss Ana schauen, dass sie extra schauen, dass er nicht zu weit rechts steht, um hier nicht vom Hotel angegangen zu werden, falls man dadurch rotieren sollte. Morningstars fallen jetzt hier erstmal ein wenig zurück, möchten da gar nicht zu viel an sich rankommen lassen, aber Hades ist jetzt schon mit relativ weit mit seiner Ultimate und zwar schon bei über 50%. One Point bisher ein bisschen gesplittet auf den Punkt, wissen nicht, wie wollen wir spielen, wie wollen wir das Ganze angehen, wie möchten wir hier aggressiv gehen. Der erste Tick allerdings ist jetzt schon eingenommen für One Point. Mustasa geht aggressiv, hat den Nano-Boost und möchte einfach nur alles zerkloppen und das macht er mit dem Triple Shatter, wo er die Leute hier auf den Boden haut, richtig stark gemacht und somit rentiert sich diese Ana auf jeden Fall schon mal. Ja, darauf haben sie gewartet, darauf wurde spekuliert, ein bisschen Schaden fressen, der Ana viele Ult-Prozente geben und dann mit dem Nano-Boost und dem Shatter vorgehen, also perfekte Combo hier ausgespielt von den Morningstars. Allerdings jetzt One Point hat auch schon die Graph und das kann gefährlich werden, denn es ist keine Support-Ult hier auch für die Morningstars verfügbar. So sieht es aus, die Morningstars in der Defensive, die Rallye wird gezündet auf beiden Seiten, One Point geht aggressiv, Graph kommt raus, sehr, sehr schön gemacht, aber auch auf der Gegenseite, um die Leute einfach nur wegzuforcen, Shatter kommt raus, Soundbarrier
noch hinterher bei den Morningstars, um das Ganze irgendwie zu verteidigen. Aber jetzt nochmal später delayed hier von Eng. Die Soundbarrier, um sein eigenes Team zu supporten. Self-Destruct fliegt hier durch die Gegend, aber das wird nicht wirklich helfen, denn nur Scaler ist down und die beiden wichtigen Kills sind auf Seiten von den Morningstars gefallen. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Lee verliert das Leben durch diesen Dash, den er nutzen musste, um nicht selber gestunt zu werden. Auch Frido ist super low und kann da nicht mehr lange sich auf den Punkt halten. Und somit pusht man hier den Gegner einfach nur raus und die Morningstars werden wieder vom Punkt verdrängt. Ja, und da sehen wir mal, wie wehrlos so ein Team ohne einen Reinhardt ist. Also der ist wirklich essentiell und vor allen Dingen hier auf Kings Row braucht man den einfach, um seine Backline zu schützen, um auch vorangehen zu können mit viel Schaden und den Gegnern Angst zu machen. Sonst pushen die einfach über einen drüber und das ist gerade passiert. One Point nimmt den Punkt ein und hat auch noch eine gute Timebank hier, um weiter zu pushen. Allerdings ExoRef jetzt schon mit seiner Ult wieder. Da könnte vielleicht gleich wieder eine Combo auf uns zukommen, denn Mustasa ist auch nicht mehr weit von seinem Shadow. So sieht es aus. Also auf ExoRef, da sollten wir ein Auge haben, wenn er versucht, seinen Nano-Boost zu nutzen. Und genau das tut er. Zusammen mit der Bubble möchte man da aggressiv gehen. Hat den Shatter parat, möchte hier weiter pushen, möchte aggressiv gehen, weiß aber selber, dass er das nicht kann. Schöner Schilder landet hier tatsächlich direkt unterhalb des Schildes und somit dann liegen Leute auf dem Boden, aber man ist zu defensiv, man hat zu viele Leute noch stehen gehabt, die das verteidigen konnten. Rally kommt raus auf Seiten von Morningstars, um aggressiv zu engagen. Chubbs wird in die Ecke gedrängt mit Rido auf seinem Kopf, Self-Destruct und die Grab und das ist ein Vierfach-Kill und wieder Tech 36 rettet den Tag hier für One Point. Vierfach-Kill und den Mac, was ist denn mit dem Jungen los? Also der Fight, den habe ich schon für verloren geglaubt. Vor allen Dingen, weil Chubbs da so in die Ecke gedrängt war und getötet wurde. Aber der legt ja mal hier ordentlich nach. Der lässt hier alle Register ziehen. Und ja, das klappt mal wieder. Einfach das komplette Gegnerteam gewiped. Und hey, das läuft doch für den Jungen heute. Check 36, ein absolutes Monster. Er dreht auf und zeigt, wozu seine Diva da ist. Wie stark seine Diva ist und dafür, darüber wird immer wieder geredet, letzte Woche auch schon. Jetzt kommt die Soundbarrier auf Seiten der Verteidiger. Die Morningstars möchten das Ganze hier halten. Shatter kommt raus, Counter Shatter legt vier Mann auf den Boden. Richtig gut gemacht und somit zwei Kills, keine Schildträger mehr hier auf Seiten von den Morningstars. Der Damage ist da, Zwick macht hier einen richtig starken Job und da kann er selbst Hades aus dem Leben reißen. Und somit pusht man wieder weiter und der zweite Punkt sollte auch One Point gehören. Ja, One Point dominiert hier gerade einfach die Morningstars. Die wissen sich nicht so wirklich zu verteidigen. Die wissen nicht, wo vorne und hinten ist, vor allen Dingen, wenn hier die Ults von One Point reinkommen. Und jetzt ist es gar nicht mehr so weit. Jetzt sind es nur noch ein paar Meter bis um die Kurve und zu dem goldenen Box hin. Und man sammelt fleißig Ults. So sieht es aus, die Morningstars. Hier in der Defensive müssen gucken, dass sie mit ihrem Self-Destruct und ihrem Shatter irgendwie etwas anfangen können. Auf Seiten von One Point sieht das Ganze noch nicht wirklich so stark aus. Sie haben nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwas einzusetzen, aber pushen dennoch sehr, sehr konstant, sehr, sehr aggressiv und das machen sie gut. Tech 36 jetzt mit der Combo mit Zwick auch wieder die Möglichkeit, die Grav und den Self-Destruct zu setzen. Und diese Combo haben wir gerade gesehen. Wir wissen, wie gut sie funktionieren kann. Aber die Morningstars, die haben die Ult übermacht. Rally kommt raus auf Seiten von OnePot. Jetzt möchte man engagen. Jetzt möchte man aggressiv gehen. Aber Morningstars macht das sehr, sehr gut. Fällt wieder zurück. Leaf ist allerdings der Erste, der down ist. Self-Destruct wird gezündet auf beiden Seiten. Shatter hinterher. Scaler ist der Einzige, der am Self-Destruct von Dragon Eddie fällt. Also sieht es hier gerade noch sehr, sehr gut aus für die Morningstars. Mustasa fällt zwar, aber schon zwei Kills passiert für die Morningstars. Und somit ist OnePot hier in der Unterzahl und haben da keine Chance, irgendwie das aufzuhalten. Aber es fehlt der Main-Tech, es fehlt der Schutz, es fehlt die Protection. Das ist vielleicht die Chance, die One Point hier wahrnehmen möchte. Aber nein, der Main-Tech auf ihrer Seite fällt ebenfalls. Und somit kann man sich hier nur noch wieder zurückziehen. Hades klärt das Feld, der lasert sich hier durch die Gegner, hat wieder 100% Charge auf seiner Waffe und macht hier ordentlich Schaden, auch dass er den gegnerischen Reinhardt einfach niederlasern kann. Auch wenn der eigene da nicht vorhanden ist, ist ihm ganz egal. Jetzt hält man die Payload noch, aber es sind noch 2 Minuten, um dieses kleine Stückchen hier voranzupushen. Also das wird ein harter Fight für die Morningstars. Das wird definitiv ein harter Fight. Sie dürfen sich jetzt keinen verlorenen Fight mehr erlauben. Die Morningstars müssen das Ganze aufhalten. Haben jetzt mit der Soundbarrier auch eine gute Ult, um das Ganze zu tun. Wird eingesetzt, lief es allerdings down. Graf kommt hier tatsächlich raus, aber die Transzendenz ist da, um die Leute fernzuhalten, um den Damage fernzuhalten. Dragon Eddie verliert seinen Mech. Mustasa wird gegen die Wand gefahren, kriegt aber mit Unterstützung
Unterstützung durch die Transzendenz. Graf kommt allerdings jetzt raus hier von Zrick, um die Leute wegzuforsten, um sie dann Damage geben zu lassen. Mustasa ist down, Hades ebenfalls. Und man sieht hier, wie stark Morningstars unter Druck steht, wie stark OnePoint allerdings auch pusht. Somit geht man hier jetzt auf den Self-Destruct. Findet man damit einen Kill? Nein, tut man nicht. Zrick ist derjenige, der hier einen Kill nach dem anderen an sich reißt. Mustasa kommt nicht mehr auf die Payload. Super ärgerlich. Und OnePoint macht das 2:0. OnePoint macht das Ding zu, nimmt sich hier den zweiten Punkt mit. Und das war mal richtig, richtig starkes Spiel von denen. Die haben nicht viele Fights verloren, die haben sich nicht hier aufhalten lassen. Auch wenn der erste Punkt sehr, sehr schnell auf der Seite der Morningstars eingenommen wurde, haben die OnePoints es dann doch noch geschafft nachzuziehen und haben dann wirklich mit super krassen Bomben hier von Tech36 das Ganze einfach geclosed und wirklich stark gespielt, muss ich sagen. Ja, da muss man wirklich sagen, normalerweise sagt man ja, Goats ist eine Teamcomp, aber Tech36 hat hier wirklich teilweise auch wirklich verlorene Teamfights komplett für sein Team gewonnen, mit diesen zwei Double-Kills, mit diesem Vierfach-Kill, also wirklich grandios gemacht, die Bomben landen, wo sie landen sollen, aber natürlich gehört auch Koordination, wie die Stunts auf Mustasa, wie eine gute Graf dazu, und so funktioniert das dann natürlich nur, aber wie es weitergeht, sehen wir nach einer kurzen Pause. They don't just play for a team. They play for every fan, every rival, every moment, every match. And when everyone watching expects the best, they perform with the best. We'll be right back.
und da sind wir auch direkt wieder zum Duell Morningstars gegen One Point. Und bisher, ja, macht sich One Point hier ziemlich, ziemlich stark, oder? Ja, One Point dominiert hier weitestgehend die Morningstars, die eigentlich über denen in der Tabelle stehen. Also, da zeigt sich, die starken Gegner, die sind durch. Und jetzt kommen die vielleicht vermeintlich etwas schwächeren. Und One Point lässt da gar nichts anbrennen und haut hier wirklich ein gutes Play nach dem anderen raus. Und vor allen Dingen muss man Tech36 da rausstellen. Also, ich will nicht sagen, er hat das Spiel seines Lebens, aber auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes heute. Mit seinen Diva-Bombs landet der so viele Kills. Also, da muss man, ich glaube, an einer Hand kann man sie gar nicht mehr abzählen. Na, definitiv nicht. Ich müsste wahrscheinlich schon mehrere Finger dran stecken, wenn wir mit beiden Händen versuchen würden zu zählen. So viele Kills, wie er heute mit seinen Diva-Bombs gemacht hat. Aber das Problem bei dem Jungen ist, dann hat er nicht nur an einem Tag, nicht an zwei Tagen, das zieht er tatsächlich jetzt schon die ganze Season durch. Diese starken Plays, die er hier immer wieder macht. Nicht nur die Diva-Bomben, sondern auch unglaublich effektiv. Er weiß genau, wie er die Graphs zum Beispiel fressen muss. Hat ein wahnsinnig starkes Positioning, macht unglaublich gute Flicks mit seiner Defense Matrix, um die Graphs zu fangen. Also Hut ab vor diese Leistung, die er immer wieder zeigt. Und mich würde es wundern, wenn er nicht in Zukunft, mindestens zur nächsten Season hier von einem Academy-Team oder vielleicht sogar in die OWL reingenommen wird. Denn er hat ein wahnsinniges Potenzial. Also richtig, richtig stark, was er hier performt. Vor allem mit einem Team, das einfach keine Ork hat. Es ist halt ein Team, das spielt gegen Morningstars, eine italienische Orga, die natürlich da auch Möglichkeiten haben. Und One Point ist halt wirklich orgalos. Das heißt, sie setzen sich nur zusammen, trainieren ein bisschen, aber haben halt keinen finanziellen Background. Ja, für so ein Fun-Team quasi ist das doch schon mal was ganz Gutes hier, in den Contenders zu spielen und dann noch so zu gewinnen, zumindest die ersten beiden Maps. Also das ist ordentlich was. Und ja, Tech36 ist wirklich hellwach und ich bin gespannt, was uns da noch erwartet hier. One Point wird gleich in den Angriff gehen und die Morningstars müssen hier die zwei Punkte auf ihr Horizon verteidigen. Und ja, es wird wieder die Goats gespielt hier von den Morningstars. One Point noch auf der Sombra, wahrscheinlich kurz zum Scouten und dann wird wahrscheinlich gewechselt werden. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier ablaufen wird. Schaff's ja, der wird wahrscheinlich scouten und dann switchen, ob er hier auf den Reinhardt oder auf den Winston geht. Es wird der Reinhardt hier, um natürlich dem guten Mosasa auch gleich das gleich zu tun und den Damage auch eine Möglichkeit, wenn sie auf den Punkt fighten, auf den Punkt zu bringen. Und somit geht man hier direkt aggressiv, möchte über die linke Seite gehen, möchte den Highground erklimmen und dort direkt fighten. Und die Morningstars, sie erwarten sie natürlich hier, gehen hier aggressiv, um das Ganze zu verteidigen. Mosasa geht nach vorne, schwingt mit seinem Hammer und hat jetzt schon fast 70% zu seiner Ultimate. Das ist eine richtig, richtig starke Sache und hat auch somit den Chatter dann gleich parat, um diese nutzen zu können. Chaps zu aggressiv, wird aber sofort supportet von Tech36 und von Zwick. Sehr, sehr schön gespielt. Aber man forst sich jetzt selber in diese Corner rein und somit sind auch die ersten beiden Kills schon gefallen. Zwick, Polly, Chaps und Eng sind jetzt down und dann somit natürlich keine Chance, hier noch irgendwie anzugreifen. Ja, und Chaps, der bleibt hier ein bisschen auf der Strecke. Dadurch, dass er overextended war, musste sein Team ihm zur Hilfe kommen und das spielte Morningstars natürlich in die Karten. Die können da den Hammer schwingen lassen und den Laser brutzeln und dadurch, ja, sind jetzt auch die Ults auf jeden Fall auf der Seite der Morningstars. Hades braucht auch nicht mehr allzu viel, für seine Verhältnisse fast gar nichts, um hier an die Graph zu kommen. Und Mosasa, der hat ja schon längst seine Ult, während Chaps noch auf 37% rumdümpelt. Ja, genau so ist es. Und jetzt geht man hier wieder aggressiv auf Seiten von den Morningstars. Und das ist das Morningstars, was wir kennen. Sehr, sehr schön gemacht. Aggressive Spielart bewiesen und somit auch direkt diesen Fight beendet, bevor er überhaupt losgegangen ist. Ja, einen Kill mitgenommen und dann direkt weiter engaged. Da hatten One Point gar keine Lust mehr weiter zu engagen und wollten dann schon in den Abgrund. Jetzt wird Tech auch nochmal mit einem Pflegestoß hier in die Weiten des Aals geschickt und darf nochmal ein bisschen hier respawnen und warten, bis das Team dann wieder zusammen ist. Und währenddessen haben die Morningstars hier 5 Ults bereit. Also das ist schon mal einiges. Das ist sehr, sehr viel und die 5 Ults, die werden natürlich auch genutzt. One Point auf der Gegenseite allerdings hat nicht wirklich viel, haben jetzt die Transzendenz, die man da nutzen könnte. Schöne Rotation hier allerdings von One Point und somit erwartet einem hier gleich nur 3 Personen, die oben das Ganze verteidigen, denn man setzt jetzt hier direkt die Graph an. Transzendenz kommt raus auf Seiten von One Point, um das Ganze zu verteidigen, aber der Shatter legt 4 Mann auf den Boden. Nichtsdestotrotz ist die Transzendenz noch da, um das Ganze wegzuschilden. Hier mit dem Self-Destruct wird kein Kill gemacht und man muss sich zurückfallen lassen. Die Morningstars haben gemerkt, wir haben viel eingesetzt, konnten nicht viel rausschlagen. Value. Und somit ist One Point hier aggressiv oben auf den Kopf.
Shatter kommt raus, die Grav wird gefressen von Dragon Eddie, sehr, sehr schön gemacht, aber Mustasa ist der Erste, der fällt. Soundbarrier kommt hier nochmal raus, aber wird das reichen, um diesen Nachteil des fehlenden Reinhards wettzumachen? Es sieht bisher nicht wirklich gut aus, denn keine Kills sind gefallen für die Morningstars und OnePoint. Die haben die Chance, hier weiter zu pushen. Die Grav wird von Tech36 gefressen. Unglaublich, wie sie hier gegenseitig immer wieder diese Graviton Surge fressen und keine Chance lassen, hier irgendwie gegen vorzugehen. Aber OnePoint immer noch nicht auf dem Punkt, immer noch unter Bedrängnis, aber X-Wrath ist jetzt gefallen, nur noch Eng, der bei OnePoint jetzt fehlt, aber die Morningstars, die kommen mit Mustasa wieder. Ja, das war der richtige Big-Brain-Move hier von den OnePoints. Die haben mit einer einzigen Ult 5 Ults der Morningstars rausgebaitet und nicht einen Mann verloren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da war der Shatter von Mustasa viel zu früh gesetzt an der Treppe und dadurch konnte OnePoint dann nach vorne pushen, selber 5 Ults aufbauen und letztendlich den Punkt für sich beanspruchen. Das war ja ein bisschen Missmanagement von den Morningstars, aber da sieht man auch, wie stark OnePoint ist. Oh, der Rally kommt auf beiden Seiten raus. Mustasa sehr aggressiv, kommt aber hier gerade nochmal mit dem Leben davon. Deck 36 zieht sich hinter das Schild von Chubbs zurück. Shatter kommt raus, legt 2 Mann auf den Boden. Graf auf der Gegenseite. Jetzt die Transzendenz, um das Ganze hoch zu healen, um die Graf nicht an sich rankommen zu lassen. Sehr, sehr schön gemacht von OnePoint. Selber mit der Graf gespielt. Polly zu aggressiv, wird dafür sofort gepunished. Und OnePoint scheint sich jetzt hier erstmal zurückfallen zu lassen. Chubbs kriegt nochmal schnell mit dem Mac 1 drüber den Kopf gezogen. Da hilft die dickste Rüstung nicht, wenn so ein Mac einem einschlägt. Ja, da hilft nichts. Und ja, jetzt gegen den Stagger hilft es, sich ein bisschen zurückfallen zu lassen und die Respawns nachkommen zu lassen. Also den kriegen die Morningstars nicht ganz hin, müssen sich damit den Kills zufrieden geben. Aber immerhin ist der Point noch nicht geflippt, ist noch kein Prozent hier eingenommen. Und da kann man sich erstmal gemütlich, also nicht ganz gemütlich, aber ein bisschen drauf ausruhen. Jetzt geht es aber über den Highground direkt weiter. Ja, und OnePoint aggressiv, wie wir sie kennen, versuchen da direkt auf den zweiten Punkt zu gehen, aber Morningstars, schöne Rotation, haben auch jetzt die Graf, haben den Self-Destruct und mit dem Rally, der direkt eingesetzt wird, möchte man aggressiv gehen. Tech36 ziemlich in die Ecke gedrängt, Shatter kommt raus, 4 Mann auf dem Boden, richtig stark gemacht, aber hier kommt die Soundbarrier, um das Ganze wegzuhealen. Self-Destruct findet keinen Kill, trotz der Graf, die mitgezündet wurde. Jetzt aber der Counter-Shatter in die Graf, um die Leute auf den Boden zu legen, schöner Charge hier, aber bisher noch wirklich keine Kills gefallen. Jetzt ist Rick der Erste, der fällt, somit Chance für die Morningstars, das Ganze zu halten. Mustasa fällt zwar durch den Headshot von Tech36, das sollte aber nicht reichen, denn die Kills sind schon auf Seiten von Morningstars gefallen. Ja, auch wenn man sich jetzt zurückziehen muss, ein kleiner Erfolg war es doch. Man hat bei den Morningstars etliche Ults rausbaiten können, die eigene Graviton behalten und vor allen Dingen ein Drittel hier auf den Punkt eingenommen. Und ja, damit kann man auf jeden Fall besser arbeiten als ohne Prozente hier. Und damit geht es auch wieder über den Highground, denn never change your mind system. Genau so sieht es aus. Rick da auf dem Highground versucht, mit dem nötigen Spam-Damage unten auf dem Punkt vor allem natürlich Prozente zu sammeln, die der gar nicht mehr braucht. Denn die Graf ist schon parat, allerdings den Damage zu machen. Mustasa wird da weggehauen. Dragon Eddie ist wieder zur Stelle. Frisst die Graf, richtig stark gemacht. Möglichkeit für die Morningstars zu engage. Haben die Graf parat, haben den Shatter parat und OnePoint aber sehr, sehr schnell lässt sich wieder zurückfallen. Chubbs ist down und jetzt hat man sie bis auf 2 Minuten runtergedrückt. Ja, 2 Minuten sind und Dragon Eddie ist da echt hellwach. Also, das ist schon die zweite gefressene Graf in dieser einen Map, beziehungsweise in dieser einen Runde und der macht das echt super. Auf der anderen Seite ja auch schon eine Graf gefressen, aber trotzdem sind da auch welche durchgekommen und Hades, der hat jetzt wieder seine Graf. Mal schauen, ob er die diesmal zum Einsatz bringt. Ja, man hat noch nicht die wirkliche Kombinationsmöglichkeit, denn Dragon Eddie, der braucht noch bis zu seinem Self-Destruct auf Seiten von OnePoint. Hat man mit Tech36 gleich die Möglichkeit. Shatter landet hier auf dem Boden, richtig stark gemacht. Polly und Eng sind sofort down. Die Verteidiger schaffen hier tatsächlich immer wieder das Ganze aufzuhalten, ohne hier auch die Ults nutzen zu müssen. Und genau das ist das Wichtige. Sehr stark gemacht hier. Schöner Shatter von Mustasa. Ja, mit dem Shatter und der Rally kann man das Ganze halten. Aber so langsam baut sich hier die Graf-Bomb auf der Gegenseite auf und Zyke braucht da noch ein paar Prozent, aber die sollte er doch gleich zusammen haben und dann könnte es damit mal losgehen. So sieht es aus. Die Morningstars allerdings haben mit Hades und Dragon Eddie eine schöne Kombo, die sie sofort einsetzen können auf Seiten von OnePoint. Da braucht man noch ein bisschen. Und das ist die Stärke von Hades. Er ist immer parat, immer zur Stelle, wenn eine Graf benutzt wird. So ist, hat da immer noch ein paar Probleme. Braucht wesentlich länger und somit der Vorteil dafür natürlich bei den Morningstars. Jetzt möchte man aggressiv sehen. Tech wartet nur darauf, hier die Graf einzufressen, die auf seinen Teller zu laden. Aber jetzt muss man aufpassen. Werden wird ja diese Graf setzt und da guckt man natürlich nur nach. Ja, man hat es nicht geschafft, diese zu fressen. Self-Destruct kommt durch die Luft. Graf sitzt. Das ist der Double Kill von Dragon Eddie. Richtig stark gemacht
kriegt tatsächlich noch den Mac von Tech 36. Und das ist die Chance hier, die Morningstars gebraucht hat. Jetzt wird man nicht mehr contesten können, denke ich. Denn 10 Sekunden sind nur noch auf der Uhr. Und man hat hier mit dem Stagger von Tech 36 eine grandiose Möglichkeit. Richtig stark gemacht. Aber der Lucio, der kommt dann nochmal angefahren. Kann er nochmal contesten? Ist die große Frage. Kann er nochmal auf den Punkt? Nein, es sieht nicht so aus. Und somit hat man hier den zweiten Punkt super gut verteidigt. Diesmal haben die Morningstars hier Stärke gezeigt. Dragon Eddie hat es geschafft, endlich mal mit seiner Ult in den Killfeed zu kommen. Und ja, auch wenn man den ersten Punkt ein bisschen unglücklich abgegeben hat, trotz Ult-Vorteil, hat man dann den zweiten Punkt doch bei 58% stoppen können. Also ordentliche Leistung und damit kann man nachziehen. Damit können die Morningstars arbeiten und mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen hier in den Push gehen. Und ja, mal schauen, wie OnePoint das spielen wird, was die sich hier einfallen lassen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie möchten sie das Ganze verteidigen? Wenn sie gewinnen wollen, müssen sie natürlich mindestens einen ersten Punkt hier halten. Mal schauen, ob sie das schaffen werden, ob sie das schaffen können. Und dann könnten sie hier tatsächlich als Gewinner noch vom Platze gehen. Aber die Morningstars, die scheinen hier so ein bisschen zurückgefunden zu haben. Die scheinen hier wieder fit zu sein und ihre ganze Stärke zurückerlangt haben, aber mal schauen, ob OnePoint dagegen halten kann. Wir haben es gesagt, sie müssen jetzt hier schnellstmöglich halten. Chubbs wieder auf dem Rheinland unterwegs, damit die Goats kommen, die an den Start gebracht wird, und ich denke, die Morningstars werden mit dieser selben kommt reagieren. Ja, da wird wahrscheinlich nachgelegt, wahrscheinlich auch wieder kurz gescoutet, um zu schauen, mit was haben wir es zu tun, dass man nicht in irgendeine Überraschung reinläuft und den Gegner dann unnötig Ult-Charge abgibt. Deshalb ja, mal schauen, ob kurz die Sombra rauskommt oder ob man sich das spart. Aber ich glaube, Dridro, der wird da auf den Lucio gehen. Und ja, die Verteidigung wieder auf dem Highground, altbewährt. Ja, mal schauen, was OnePoint daraus machen kann. So sieht es aus. OnePoint jetzt in der Defensive, die Morningstars im Attack. Jetzt geht es darum, wenn man das Ganze halten kann, wenn man das besser verteidigen kann als die Morningstars, dann geht man hier mit einem 3:0 als Gewinner vom Platze und hat tatsächlich dieses Matchup auch schon gewonnen. Die Morningstars hier versuchen sich erstmal ein bisschen zurückzuhalten, natürlich bis die Spells hier wieder aufgeladen sind, bis die Cooldowns wieder zurück sind auf 0. Und OnePoint hier, man OnePoint damit dann besser pressuren kann. Man geht direkt aggressiv hier auf Chubbs drauf, verliert relativ viel Leben. Chubbs gerade noch so genug HP, aber verliert jetzt tatsächlich das Leben. Und es sieht gut aus. Die Morningstars sehr, sehr aggressiv, wollen nach vorne pushen, wollen aggressiv gehen. Und Sieg fällt als nächstes, Polly ist down. Und somit gehört der Punkt sofort den Morningstars. Ja, da macht Musasa sehr, sehr viel Druck auf die Gegner und musste da den gegnerischen Zenyatta sehr, sehr weit nach hinten drängen, dass er nicht mehr das nötige Heal verteilen konnte und Chubbs am Leben halten. Und damit, ja, ein schneller Punkt. Man pusht auch weiter nach vorne. Hades ist da auf der Suche nach einigen Schüssen, nach Ult-Prozenten, dass er gleich dann mit seiner Graph vielleicht vorgehen kann. Ja, nur 58,3%, die man jetzt auf den zweiten Punkt einnehmen muss. Und ganze sieben Minuten hat man dafür jetzt Zeit. Der Charge kommt raus. Schön gesplittet hier, um direkt Hades vom Ground runterzuschubsen. Der Shatter bringt nicht viel, dank der Transzendenz, die hier auf Seiten von Scaler rauskommt. Aber die Morningstars jetzt gut vertreten hier auf dem Punkt. Kriegen die Bubble hier. Musasa kann somit aggressiv nach vorne pressuren. Die Graph kommt raus. Richtig schön gemacht. Self-Destruct fliegt durch die Luft. Und somit sollte es das gewesen sein. Das ist der Punkt für die Morningstars. Und sie räumen hier einfach auf. Diesmal haben sie es gut gemacht. Schön, auch wenn sie gesplittet wurden, abgewartet, dann kamen die Trends raus und dann wusste man, man kann sich auf den Punkt fallen lassen, ein bisschen defensiver gehen, man muss den Schaden kurz aushalten und dann kann man engagen mit der Graph und die war super schön gelandet, nicht gefressen diesmal und damit ist einfach nur der Teamwipe passiert und ja, die Samsung Morningstars, die halten es dann doch nochmal spannend und kommen hier auf 2:1 ran. Ja, mal schauen, ob sie diese Dominanz, die wir gerade angesprochen haben, dass sie die endlich wiedergefunden haben, ob sie diese auch auf der nächsten Map fortsetzen können. Denn da geht es natürlich wieder um den Matchpoint für OnePoint. Mal schauen, ob sie das da umsetzen können, ob sie das Ding nochmal drehen können, den 2:2 machen und uns in die fünfte Map schicken werden. Weil auch das ist natürlich möglich, wie in der letzten Woche. Aber das sehen wir nach einer kurzen Werbepause.
So, und damit sind wir auch schon wieder zurück aus dieser klitzekleinen Pause, wo die Spieler sich hoffentlich nochmal erholen konnten, hoffentlich nochmal durchatmen konnten, um jetzt gestärkt in diese letzte Map, in diese vielleicht letzte Map zu gehen. Denn wenn jetzt die Morningstars es schaffen sollten, hier diesen Punkt zu holen, dann geht es natürlich auf eine fünfte, auf eine letzte entscheidende Tiebreaker-Map. Aber wenn OnePoint jetzt hier es schafft, Junkertown zu gewinnen, dann gehen sie auch als Gewinner aus diesem Duell heraus. Und das wäre natürlich schön für sie, denn bisher haben sie drei Niederlagen einstecken müssen gegen diese drei Top-Teams, die wir eben erwähnt haben, Giganti, British Hurricane und Angry Titans. Und dann wäre es natürlich schön, jetzt gegen den Viertplatzierten nochmal ordentlich aufzuräumen und da Stimmung zu machen. Also, wenn ihr denkt, OnePoint wird das Ganze gewinnen, dann haut nochmal Support für Team OnePoint in den Chat. Und wenn ihr glaubt, die Morningstars, die werden diesen Reverse Sweep jetzt hier noch hinbekommen, dann haut die Unterstützung für die Morningstars natürlich in den Chat. Also, jetzt geht es hier direkt nach Australien, nach Junkertown. Für die Morningstars geht's aufs Ganze. Die müssen jetzt wirklich Strategie beweisen. Die müssen den besseren Aim haben. Und dann kann das hier was werden im Outback hier im schönen Australien. Aber OnePoint hat natürlich was dagegen. Die wollen hier es nicht drauf ankommen lassen, nochmal nach hinten zu fallen beziehungsweise gleich zu ziehen. Die wollen sich jetzt die Map sichern und damit den Sieg nach Hause nehmen und haben jetzt auch alle Karten in der Hand, denn die können als Erste angreifen. Und ich bin mal gespannt, der Bastion, schöne Idee, aber ich glaube, der wird nicht ganz laufen. Ja, auf der Verteidigerseite allerdings hier jetzt mit der Orisa Rotor Combo eine sehr, sehr schöne Komp parat, zusammen mit KSP. Wir haben es gesagt, KSP ist diesmal dabei, somit kein Hardest mehr, also auch keine Goats, kommt KSP auf der Widowmaker und wir kennen seine Widowmaker-Chance. Dieser Junge ist wirklich ein absoluter Gott auf diesem Hero. Lief noch zusätzlich mit dem Junkrat. Viel Damage, der gemacht werden kann, wird OnePoint auf dieser, ja, Art Goats kommt tatsächlich hier nochmal raus. Und ist er weniger die Goats kommt als die Quad Tank kommt. Also mal schauen, ob sie es damit schaffen, denn gegen Junkrat und Widowmaker zu bestehen. Denn Widowmaker natürlich hat weniger Potenzial gegen die ganzen Tanks. Und das weiß er auch ganz genau. Das weiß KSP und muss da durchaus aufpassen, dass er da nicht angegangen wird. Aber hat jetzt seine Position hier hinten wiedergefunden und muss da jetzt aufpassen, dass er da nicht angegangen wird von den ganzen Tanks, die natürlich schwer haben, an ihn ranzukommen. Ja, OnePoint will da auf jeden Fall nah rangehen und das machen die auch jetzt gerade, um hier Schaden rauszuhauen. Und Morningstars eher auf lange Distanz, aber können das schaffen? Ja, die haben sich natürlich angeschaut, wie spielen die Morningstars hier in der Defensive. Und da weiß man direkt, okay, KSP, der ist ein Problem. Und somit wurde das Problem direkt behoben. Schöner Hook hier, allerdings auf Dragon Eddie. Aber wer sagt man so schön, nicht als erster hooken im Roadhog-Duell. Und diesen Fehler hat hier Polly gerade begangen. Somit Dragon Eddie, derjenige, der den Kill gesetzt hat. KSP wurde wieder gerest, hatte die Chance hier, die Köpfe zu klicken, was sehr, sehr schwer ist für ihn. Allerdings mit dem schönen Boop, der jetzt gemacht wurde, hat er die Chance, hier Kills zu bekommen. So sieht es aus. Zück fällt hier vor sein Scharfschützengewehr und somit ist KSP derjenige, der hier auch wieder einen Kill bekommt. Ja, sehr viel Schadenspotenzial hier von den Morningstars. Oh, da ist auch fast der Kill hier nochmal auf die gegnerische Moira, auf Scaler. Aber der kann sich nochmal zurückziehen und KSP hier mit einer guten Position hat weite Sidelines und hat auch keine große Gefahr auf der Gegenseite. Denn OnePoint, ja, was wollen die auf die Distanz machen? Da können die nicht viel tun. Und Morningstars jetzt mit allen Ults und bei den OnePoints ist es nur die Vorliste. So sieht es aus. Mal schauen, ob sie damit arbeiten können, mit vor allem dem Damage, den Junkrat jetzt rausbringen kann, den Leaf auf die Tanks bringen kann und bringen muss. Und das Riptire wird gezündet, richtig stark gemacht. Allerdings wird es sofort zerstört, richtig stark gemacht von Chubbs. Er hat das Riptire noch nicht mal gesehen und somit war Leafs Riptire sofort down. Schöne Kills, die jetzt hier auf Seiten von OnePoint fallen. Leaf und Musasa sind down. KSP kriegt es zwar nochmal hin, Tech 36 den Mac rauszuziehen, aber das wird nicht reichen. Auch die Transzendenz, die ist vielleicht ein bisschen zu euphorisch. Dreht uns zwar mit dem Ketchup-Kill auf Polly, aber das ist die Frage, ob das reichen wird, um das Ganze noch zu halten. Sie werden natürlich jetzt gejagt und gleich gepunished. Ja, und die Payload ist derweil auch schon am Ziel angekommen, aber ich sehe es immer sehr gerne im Chat, im Killfeed, da die Mercy mit ihrer Pistole, wie die den Kill hinkriegt. Sehr, sehr schön. Aber OnePoint jetzt hat sich nach vorne gespielt und da müssen die Switches bei den Morningstars rauskommen und man hat jetzt gewechselt auf die Ash ist man gegangen und den Hammond. Ja, jetzt hat man natürlich diese DPS kommt, wie man sie kennt, mit dem Mosasa auf dem Hammond. Du hast es erwähnt und natürlich mit den Knock-Up große Möglichkeiten. Sig Graf wird sofort gefressen, sehr, sehr schön gemacht hier von Dragon Eddie. Gar keine Chance hier
irgendwie die Graph zu setzen und den Follow-up zu leisten mit Tech 36. Also gut gespielt hier gerade von OnePoint. Tech 36 mit seiner Ultimate kriegt allerdings nicht die nötigen Kills. Sehr, sehr schön ausgewichen. Natürlich sehr einfach für die Morningstars durch ihre mobile Com. X-Wrath ist derjenige, der stirbt. Chubbs allerdings fällt ans Riptire. Und das könnte die Chance hier sein, die die Morningstars brauchen, um das Ganze zu halten. Denn wir kennen es, ohne Main Tank wird das Ganze hier wieder schwer. Leaf fällt auch nochmal. Es ist wirklich ein wahnsinniges Hin und Her hier gerade. Ja, gegen diese DPS von den Morningstars, da hat man auf OnePoint-Seite nicht so viel, um diesen Highground einfach zu engagen. Da muss man sich einfach mal was ausdenken und jetzt kommt der Bob auch nochmal rein. Ja, man wirft ihn sehr, sehr schön in die Backline. Chubbs muss das Ganze wegschilden. Tech 36 muss sich zurückziehen. Bisher noch keine wirklichen Kills. Drilo da sehr aggressiv. Schafft es dann noch aus diesem Lowground-Gefängnis rauszukommen. X-Wrath mit dem Kill. Also die Morningstars hier wieder im Vorteil. KSP setzt einen schönen Kill auf Scaler, einen schönen Shot und räumt hier ordentlich auf. Ja, da klicken die Köpfe nur so weg und da fliegen auch die Ult-Prozente. Gerade noch den Bob eingesetzt, der ist gerade wieder nach Hause geflogen und zack, kommt schon bald der Nächste raus. Also KSP da wirklich am Ult-Prozente sammeln und Utsasa, der hat auch schon sein Minenfeld bereit und wartet nur darauf, dass die Gegner da gleich reinlaufen. So sieht es aus. Mal schauen, ob die Morningstars hier mit ihrer Dive kommt, die natürlich sehr Highground-affin ist, die natürlich unglaublich gut diesen Highground kontrollieren kann, weiter damit punkten kann. OnePoint auf der Gegenseite mit ihrer Ghostcom haben bisher ein bisschen Probleme dagegen anzukommen, vor allem durch die Knock-Ups, die es hier auf Seiten von den Morningstars massenweise gibt, durch Musasa oder durch den Bob hier von KSP. Bob wird gezündet und somit ist er wieder in der Backline, stört hier die Leute, aber diesmal wartet man einfach ab, bis der gute Service-Roboter gleich wieder verschwunden ist. Ja, der Butler, der kann mal schon wieder nach Hause gehen, ohne einen einzigen Schuss abgegeben zu haben. Aber KSP, der ist schon wieder fleißig am Sammeln und da wird die Tür einfach mal zugemeint. Sehr, sehr schön gemacht. Und da kommt das Riptire, kriegt eng und den Mac von Tech 36, genauso wie Musasa mit dem Meme, nochmal nachlegt. Keine Chance, hier für OnePoint weiter zu pushen. Ah, und sie strugglen jetzt nach einem starken Beginn auf ersten zwei Maps. Ja, danach haben die jetzt wirklich Probleme und ich weiß nicht genau, warum man so auf diesen Reinhardt beharrt. Man könnte vielleicht auf Winston gehen und dann KSP das Leben ein bisschen schwerer machen, aber jetzt hat er freie Schussbahn, braucht sich gar nicht hier anstrengen, sich großartig in Deckung zu bringen, denn der kann einfach vom Highground runterballern, als wäre es hier einfach Flaschenschießen. So sieht es aus. Also mit Winston vielleicht eine Option, die man versuchen sollte zu nutzen. Allerdings hat man jetzt hier auch schon wieder 24% bis zu dem Bob. Schöne Rotation hier jetzt unten durch. Somit kann man den Highground natürlich hier auch einnehmen und KSP dazu forcen, wegzugehen. Schöne Knockdown. Wollte man wahrscheinlich auf den Reinhardt gehen, hat das Ganze aber nicht geschafft. Shatter auf dem Lowground haben wir leider nicht den Effekt von gesehen. KSP allerdings derjenige, der den ersten Headshot macht und den zweiten folgt direkt da mit dem mit der Ultimate von der Diva nicht zu spaßen war, konnte man die Diva einfach, die nicht mehr im Mech war, rausnehmen. Und der nächste Headshot ist der KSP. Zeigt, wieso er so ein Scharfschützengott ist. Ja, der blüht hier wirklich auf und der Wechsel hier hat sich gelohnt auf KSP. Also der macht hier wirklich einen tollen Job, hat auch wieder seinen Bob bereit, um hier den nächsten Engage zu starten. Und Musasa auch wieder mit dem Minenfeld und zusammen arbeiten die ja super gut. Also kann man da wahrscheinlich noch ein bisschen weit halten und es sind nur noch 14 Sekunden. Jetzt muss es schnell gehen. Ja, jetzt kommt der Switch von Chubbs vom auf den Winston vom Reinhardt runter und natürlich die Möglichkeit somit dann auch schöne Dynamit hier gerade von KSP. Der Bob ist parat, kommt direkt auf die Payload und jetzt geht es wirklich darum, kann man das Ding vielleicht nochmal rumdrehen? Kann man es schaffen, hier weiter zu pushen? Soundbarrier kommt auf Seiten der Attacker raus, genauso wie Polly's Ultimates Chubbs, aber der Erste, der fällt. Riptire kommt direkt hinterher gefahren, kriegt Sieg raus und den Mac. Also das sollte es ja eigentlich gewesen sein. KSP schießt nochmal weiter vom Highground, versucht die Köpfe zu klicken und macht das bisher wunderbar. Richtig stark gespielt hier von den Morningstars und OnePoint wird hier richtig in Bedrängnis gebracht. Ja, die haben hier keine Zeit mehr. Die Payload, die wird an Ort und Stelle gehalten und die Samsung Morningstars, was ist denn mit denen los? Wurden die ein bisschen gegossen und sind aufgeblüht oder warum können die hier auf einmal OnePoint so in die Schranken weisen? Also die haben da gar nicht den Zugang gefunden gegen diesen KSP. Keine Ahnung, wie man da vorgehen soll. Und Musasa mit seinem Hammond hat da auch einen tollen Job gemacht. Und OnePoint kam überhaupt nicht ran. Die kamen nicht dazu, Schaden zu verteilen und konnten dementsprechend auch keine Ult-Prozente aufbauen. So sieht es aus. Und bisher hat es keiner geschafft, durch das große Tor zur Junker Queen vorzupushen. Und die Morningstars, die versuchen natürlich das Ganze jetzt mindestens bis zu diesem Punkt, den OnePoint nur einnehmen konnte. Also diese 67,55 Meter
bis dort zu pushen. Aber das muss natürlich auch erstmal geschafft werden. One Point wird da natürlich alles dem Menschen Mögliche tun, um das aufzuhalten, um sich diese Map nicht auch noch nehmen zu lassen. Denn so ein Reverse Sweep, der tut ordentlich weh. Der ist super ärgerlich. Und die Mornings, die sind drauf und dran, das gerade umzusetzen. Ja, das wäre natürlich ein Ding, wenn wir hier auf die vierte Map gehen und dann auf die fünfte Map sogar gehen und dann ein wirkliches Duell um den Sieg sehen, denn ich glaube, beide Teams, die sind gerade heiß wie Frittenfett und wollen das einfach nur noch einstecken. Die One Points, die werden sich in der Verteidigung hier nicht die Blöße geben und spielen hier ganz souverän Goats und die Morningstars mal gucken, ob sie noch ein bisschen experimentieren, ob die wirklich hier mit der Symmetra vorgehen oder auch ganz schnell wieder auf der Goats-Comp hier verweilen. Die Morningstars im Attack, die Triple DPS-Comp, die wir kennen, Leaf, Dragon Eddie und KSP, die auf ihre DPS-Comp gehen. Und KSP, haben wir gesehen, ist ein sehr, sehr gefährlicher Scharfschütze. One Point weiß das natürlich auch und muss darauf achten, dass sie das Ganze dann vernünftig halten. Haben sich jetzt hier zurückgezogen in diesen Raum rein, werden aber von allen Seiten gedamaged, werden von allen Seiten angegangen und müssen da versuchen, am Leben zu bleiben, irgendwie die Gegner aufzuhalten. Tech36 muss raus, um das Ganze zu verteidigen, um gegen die Gegner vorzugehen, die Payload dort zu halten, aber es sieht so aus, als würde man tatsächlich Chubbs als allererstes verlieren. Der Damage ist da und somit sind die ersten Kills direkt gefallen. Ja, wer sagt, Goats ist der einzige Goats-Counter? Nein, man kriegt das hier mit den DPS raus, mit der Triple DPS-Comp. Und ja, da hat KSP einfach den Vorteil, dass er einfach seine Dynamit in das Haus reinwerfen kann. Und irgendwen wird er schon treffen, da braucht man gar nicht großartig zu zielen. Denn das macht einen großen Krach und ja, den One Points, den sind da so ein bisschen die Trommelfälle geplatzt, würde ich sagen. Genau so ist es. Morningstars möchte aggressiv gehen. Jetzt kommt aber das Riptire. Man hört das Riptire anrollen hier und man kriegt direkt Zück raus. Sehr, sehr schöner Kill, den man auf Seiten von den Morningstars bekommen muss. Dass er versucht, mit seinem Knockup zu arbeiten. Alif setzt nochmal nach hier mit seiner Rocket Barrage. Kriegt der Scaler raus. Zwar kriegt Polly den Hook hier, um ihn aus der Luft zu ziehen, aber das wird nicht reichen. Chubbs opfert sich nochmal und somit wird man wahrscheinlich tatsächlich auch diesen Punkt schon verlieren. Denn zu contesten, das wird richtig, richtig knapp. Ja, das wird auf jeden Fall ziemlich knapp. Man resettet hier jetzt auch noch einiges an Ult-Charge. Geht jetzt tatsächlich auf den Winston. Da hat man gedacht, ja, vielleicht gegen KSP doch mal ein anderes Mittel versuchen. Aber jetzt wird es ganz, ganz schwierig, denn das Minenfeld und der Bob, die sind schon bereit. Ja, Winston Chubbs jumpt hier direkt, versucht er, Dragon Eddie anzugehen, Dragon Eddie da aus dem Weg zu räumen. Das schafft er auch wunderbar, somit kein Highground mehr hier für die Morningstars und somit auch weniger Impact, den KSP hier haben kann. Muss aufpassen, wird hier tatsächlich von Chubbs sehr, sehr aggressiv angegangen und konnte sich da aber gerade noch zurückziehen. Reptire von Dragon Eddie in der Backline, versucht da hochzukommen, schafft das aber nicht und musste sich umdrehen, um dann doch mit Polly gegenzuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz kriegt man weiterhin viele, viele Kills auf Seiten von den Morningstars. Also auch der Switch auf den Winston, das hat nicht viel gebracht und One Point richtig unter Bedrängnis, denn die Payload, die rollt weiter. Die haben sich hier richtig splitten lassen und Leaf, der nutzt das aus und haut denen da einfach mal die Raketen ins Gesicht. Und damit wird es ganz, ganz schwierig, hier nochmal nach vorne zu pushen. 4 Minuten für ein paar Meter und da muss man erstmal an die Payload rankommen, denn der Zugang, der wird hier erstmal zugebombt und jetzt muss es da irgendwie durchgehen, sonst ist gleich alles zu spät. Ja, man muss jetzt wirklich an die Payload gehen, aber es pusht tatsächlich gerade gar keiner diese Payload, denn Chubbs ist schon da, um das Ganze zu contesten. Soundbarrier auf Seiten der Verteidiger, Tech36 muss jetzt versuchen, mit seiner Ultimate das Ganze nochmal irgendwie zu retten. Leaf in der Backline hier mit seiner Ultimate. Nano Boost kommt raus auf die gegnerische Saria, aber Scaler ist sofort down. Richtig stark gemacht. Leaf wird aber dafür gepunished, dass er hier mit dem Support so umgegangen ist, wie er es getan hat. Diese Solo-Ult, die wird direkt gepunished. Die Morningstars müssen sich jetzt hier ein bisschen zurückhalten. Schöne Ulti auf die schöne Jump von Chubbs hier. Kriegt direkt KSP raus, hat direkt dieses Problem beseitigt. Mustasa hier auf dem Lowground. Jetzt kommt die Primal Rage. Man geht hier direkt aggressiv, möchte versuchen, KSP zu fokussen, möchte versuchen, KSP anzugehen, um diesen Highground hier zu clearen, diesen Highground frei zu machen, aber kriegt nicht schön, kriegt leider keine Kills bisher raus, denn schönes Movement. Jetzt aber der Self-Destruct fliegt durch die Luft, kriegt man damit die Kills. Da ist der Double-Kill von Tech36, den es gebraucht hat. Dragon Eddie setzt zwar nochmal nach, aber sieht gut aus hier für die Verteidiger und somit hat auch Leaf keine Chance mit seinem Doomfist irgendwie was zu machen. Rido muss sich mit Mustasa zurückziehen und das ist nochmal der Hold, gerade so kurz vor knapp für One Point. Ja, wirklich schön eröffnet.
hier mit der Barrage auf der Seite der Morningstars. Aber das Ganze hat nicht ganz geklappt. Auch wenn Scaler raus war, hat man sich doch nochmal berappelt und kann die Payload jetzt kurz vorm Ende halten. Aber man muss auch noch 2,5 Minuten hier aushalten. Und das wird echt schwierig. Und die Morningstars, ja, die wechseln jetzt so ein bisschen durch. Jetzt sind sie auf den Reinhardt gegangen und KSP spielt hier die Zarya. Man will doch ein bisschen Close Combat gehen und vielleicht hat Chubbs da das Nachsehen natürlich. Ja, man hat natürlich jetzt die Möglichkeit. Graf kommt sofort raus. Richtig schön gespielt. Aber die Transzendenz von X-Rath, die ist natürlich da. Chubbs aber zur Stelle. Setzt sich mit seinem dicken Hintern auf Leaf und Dido drauf. Keine Chance, das zu überleben. Denn wenn so ein Affe auf dir Platz nimmt, da willst du nicht mehr leben. Ja, setzen 6 hier für die Morningstars. Die dürfen nochmal zurück ins Spawn. Neuer Versuch, den es gleich gibt. Allerdings hat man jetzt auch Ults abgegeben. Hier der Nano-Boost, die Rally und die Primal Rage sind bereit. Und die Morningstars, die hängen noch ein bisschen hinterher. Haben jetzt auch auf die Ana gewechselt. Das ist interessant, wie man damit vorgehen will. Ja, man versucht jetzt hier zu rotieren. Rechte Seite soll es durchgehen. Man muss da aufpassen, dass man nicht zu aggressiv angegangen wird. Schönes Positioning jetzt hier gerade. Drido, der Erste, der fällt. Richtig gute Antine von Scaler. Das macht er richtig, richtig gut. Gerade auch schon bei der Winston-Aktion von Chubbs funktioniert das immer wieder. Mit der Antine zu arbeiten, die Transzendenz somit komplett zu enablen. Und das macht man auf Seiten von OnePoint richtig, richtig gut. Sie haben zurückgefunden in diesen Fight. Sie haben zurückgefunden in dieses Duell gegen die Morningstars. Und für die Morningstars wird es eng. Sie verlieren immer mehr Zeit, die sie nicht verlieren dürfen. Ja, und mit der Zeit steigt auch der Druck hier, denn die müssen jetzt wirklich Gas geben. Eine Minute ist es noch und OnePoint hat einiges an Ults, die hier aufwenden können, um das Ganze zu shoppen. Der Nanoboost kommt raus. Und Chubbs springt hier mit dem Nanoboost natürlich rein, möchte damit natürlich den nötigen Damage machen, wird aber gesleept und das ist gefährlich. Jetzt natürlich das ganze Team will auf ihn engage, das ganze Team wartet nur darauf und somit ist er down. Somit hat man keine Chance mehr hier mit dem irgendjemandem Main Tank da reinzugehen. Polly kann sich nochmal zurückziehen, Sound Barrier hier auf dem High Ground aktiviert. Kann man hier nochmal vielleicht mit der guten Bombe von Tech 36, die jetzt aber nur gesetzt werden muss, weil man die weg wird. Aber Mustasa ist down. Super ärgerlich. Jetzt kommt die Graf hier raus auf Seiten von den Morningstars. Somit ist Polly der Nächste, der fällt. Und OnePoint, die kommen hier wirklich, werden in die Enge gedrückt. Schöne Graf hier. Allerdings von den Verteidigern von OnePoint. Nochmal der Nanoboost. Jetzt allerdings auf der anderen Seite. KSP hat somit möglichst viel Damage machen. Sound Barrier kommt hier raus. Kann man damit retten? Kann man die ganze Sache damit vielleicht hier tatsächlich noch zur eigenen Sieg lenken? Zum eigenen Sieg machen? Denn OnePoint, die werden zurückgepressured. Jetzt muss man versuchen zu contesten. Eng ist down. Mustasa kriegt diesen wichtigen Kill auf den Supporter, auf den Lucio. Aber man versucht nochmal zu contesten. Es sieht nicht gut aus und somit OnePoint verliert diese Map und das 2:2 ist perfekt. Oh, das sah nochmal so gut aus von OnePoint, wie sie das gehalten haben. Aber Morningstars, die lassen sich nichts sagen. Und dieser Sleep auf den gegnerischen Winston, der war ganz, ganz entscheidend. Damit konnte man den Main Tank ausschalten und konnte reinpushen. Und damit ging es dann doch und die Samsung Morningstars, die gleichen aus. Auf jeden Fall, also stark gespielt von den Samsung Morningstars. Gerade am Ende hat sich OnePoint wieder berappelt. Gerade am Ende konnten sie wieder nach dieser guten Ultimate von Tech 36, haben sie so wieder so ein bisschen auf ihre geradlinige Spur gefunden, wieder alles in die geordnete Bahn treten können. Aber dann kommt so ein fataler Fehler von Chubbs, zu aggressiv gegangen. Der Sleep kommt dann auf ihn raus und somit war der Tod natürlich vorprogrammiert. Aber jetzt gehen wir eine kurze Pause und sehen dann die finale Map. We'll be right back.
So, und damit sind wir wieder zum fantastischen Duell One Point gegen Morningstars. Und in diesem Duell zeigt sich einmal wieder, wie stark diese Season hier aufgestellt ist, wie stark die Teams hier sind, die gegeneinander spielen. Und wir gucken uns einfach mal das Map-Verhältnis hier an. One Point, Morningstars. Und jetzt auf der fünften Map wird es sich entscheiden, wer den Win hier holt. Also wirklich absolute Top-Teams, die hier zur Stelle sind. Und wenn das so weitergeht, dann brauche ich, glaube ich, nach dieser Season Contenders ein neues Herz. Ja, erstmal ein paar Beruhigungsmittel. Auf jeden Fall haben die One Points richtig stark vorgelegt. Die ersten zwei Maps überrollt quasi und die Morningstars stark zurückgeschlagen und jetzt natürlich mit der Chance auf den Reverse Sweep. Die können das Ganze nochmal an sich reißen, das 0-2 zu einem 3-2 wenden. Auf Nepal wird die nächste Map sein und ich bin ja super gespannt, was es da jetzt geben wird, wer da die Nase vorn hat. Morningstars haben gerade mal ein bisschen Varianz gezeigt. Die sind nicht auf die Goats gegangen, sondern haben hier mit der Triple DPS gespielt und ja, eine Ash von KSP super ins Spiel gebracht. Mal gucken, ob sie das jetzt wieder tun werden. KSP ist auf jeden Fall wieder im Spiel. Genau so ist es. One Point gegen Morningstars. Und Morningstars, wir haben darüber gesprochen, wenn KSP im Spiel ist, wesentlich weniger Goldscom. Man möchte quasi überhaupt nicht mit der Goldscom spielen. Nimmt das ihnen natürlich dazu auch, weil Hades natürlich eine super starke Saria ist, aber auch einfach nicht so flexibel wie KSP. KSP ist dann eher der flexiblere Spieler und Hades hat dann, wie gesagt, das Problem, dass er einfach eine sehr, sehr starke Saria ist, aber darüber hinaus eher Schwächen zeigt und genau deswegen möchte man hier auf diesem Punkt dann natürlich erstmal mit etwas mehr Flexibilität an den Start gehen, um mit dieser Triple DPS-Com angehen zu können. One Point selber mit der Goldscom. Mal schauen, wer die Nase hier vorne hat. Die bewährte Goldscom oder die Triple DPS-Com. Aber One Point fällt sofort zurück, weil sie merken, okay, wir haben es hier mit der DPS-Com zu tun. Ja, da schüchtert auf jeden Fall der Doomfist das ganze Team erstmal ein und auch KSP auf der Widowmaker Dragon Eddy aus der Luft. Das sind so viele Winkel, aus denen man Schaden regnen lassen kann. Also da ziehen die One Point sich zurück und gehen direkt auf den Winston, um da möglicherweise das ein oder andere Target rauspicken zu können. Schöne Rotation jetzt, der Punkt freigeschaltet für die Monsters, aber da geht's auch direkt drauf. Ja, schön mit der Modescomp hier reagiert, um natürlich mit Scaler vor allem der Pharah aus dem Weg zu gehen. Aber KSP denkt sich, das ist mir egal, welche Combo ihr spielt. Headshots kann man bei jeder treffen und somit ist auch direkt Polly down. Keine Chance für ihn, irgendwie weiter zu helfen. Leaf kriegt den Kill auf Chubbs und somit fliegt KSP hier durch die Luft, macht einen Headshot nach dem anderen und schafft es somit mit dem Eröffnungspick seinem Team auch den Punkt zu garantieren. Na, am Anfang dachte ich, der braucht seine Tastatur gar nicht. Der steht einfach rum und setzt seine Shots fröhlich vor sich hin. Aber ja, jetzt muss er sich dann doch ein bisschen bewegen. Aber hat die One Points in den Rückzug gezwungen. Die Moira hat jetzt auch seine von One Point geholt. Aber mehr ist da noch nicht so zur Verfügung. Und man versucht es jetzt mit der Sombra. Ja, man versucht natürlich jetzt erstmal möglichst den Damage aus dem Weg zu gehen. Mit der Pharah nicht wirklich viel Interaktionspunkte zu haben. Und da möglichst wenig Damage an sich rankommen zu lassen. Mostasa muss sich da schnellstmöglich zurückziehen, denn darauf hat man nur gewartet, dass er da ankommt, dass er versucht, hier die Leute zu punishen. Chubbs geht aggressiv, wird zurückgepressured und es sieht gut aus für die Morningstars bis hierhin, bis zu diesem Punkt. Aber KSP setzt hier wieder den ersten Headshot und dieser Junge ist wirklich unglaublich. Er braucht das andere, er braucht sein Team eigentlich nicht, denn er carried das komplett alleine. Ja, der macht einen super Job, aber auch Dragon Eddy aus der Luft super dabei, kann das gegnerische Team hier splitten. Da kommt die Koalizenz auf den Punkt nochmal raus. Aber ja, kann die wirklich die Leute am Leben halten? Nein, das gelingt nicht, denn Leaf, der setzt sie einfach mal nach. Ja, genau so ist es. Und somit sind es auch schon 80%, die Morningstars hier eingenommen haben. Und One Point, die kommen nicht wirklich nach Morningstars. Gerade Morningstars weiß natürlich, wie man mit dieser DPS-Comp umgeht, wie man mit dieser DPS-Comp arbeiten soll. Und Sieg guckt sich den an, 30% nur bis zu seiner EMP. Und das ist zu wenig. Tech 36, vielleicht nochmal der Retter in der Not. Vielleicht nochmal derjenige, der es hier schaffen kann, mit seinem Self-Destruct irgendwie diesen Punkt anzugehen, auf diesen Punkt zu kommen. Lee versucht natürlich, Chubbs hier direkt anzugehen, hat da aber Probleme. Mostasa ist der Erste, der fällt. Somit die Chance vielleicht hier nachzusetzen. Tech 36 angelt Dragon Eddy hier direkt aus der Luft. Lee versucht, den Punkt nochmal zu contesten, schafft das Ganze aber nicht, denn er landet oben auf dem Punkt drauf. Und somit ist der Punkt gecleaned. KSP wurde das erste Mal weggewischt.
zum ersten Mal und dann direkt mit einem Schlag aus dem Leben befördert. Das tut ein bisschen weh, aber immerhin, ja, hat man ja noch ein paar Versuche und jetzt kann man auch auf die Goatscom gehen, um da auf den Punkt zu dominieren. Man muss allerdings aufpassen, Sig ist nicht mehr allzu weit von seiner EMP entfernt. Genau, das ist das Problem. Die EMP, die ist quasi in der Backline. Oh, Sig muss da aber sehr, sehr aufpassen. Wird gestunt, muss sich da wegteleportieren. Transzendenz ist rausgekommen. Somit ist das gleich die Möglichkeit für OnePoint, damit zu engagen, von OnePoint damit zu arbeiten. Aber Chubbs, der setzt sich wieder einfach auf die Jungs und von Morningstars rauf. Und somit ist X-Red und Musasa direkt down. KSP setzt zwar hier jetzt nochmal nach mit seiner Saria, aber nichtsdestotrotz sieht es hier gut aus für OnePoint, die jetzt schon über 40% gesammelt haben und somit auch die Chance haben, das Ganze hier vielleicht nochmal zu drehen. Ja, zurückgeflippt kriegen die Morningstars es jetzt nicht, müssen sich regroupen, haben jetzt auch auf die Ana gewechselt, um da einfach mehr Heal aus der Backline zu haben, um vielleicht ein bisschen auf die Entfernung Musasa das Leben leichter machen zu können. Aber nein, man geht jetzt doch auf den Zenyatta und muss da versuchen, wirklich an die Gegner ranzukommen. Ja, jetzt geht es drum. Die Morningstars kriegen erstmal viel Schaden rein. Sehr, sehr schön von OnePoint auch von Chubbs die Adaption hier direkt auf den Reiner zu gehen, um natürlich auf den Punkt mehr Damage zu haben gegenüber des Musasas, gegenüber des Winstons, den er mit an den Start bringt. Der Jump geht direkt in die Backline. Chubbs versucht hier die Leute wegzuhalten. Der Self-Destruct von Dragon Eddie ist parat, lief es direkt down. Keine Chance gegen Chubbs gegenzuhalten. Gute Craft, die hier gelandet wird. Self-Destruct kommt durch die Luft geflogen, findet den Triple Kill. Dragon Eddie dreht das Ding hier vielleicht nochmal rum und das ist richtig stark. Soundbarrier kommt nochmal raus. Sie haben 99%. Das heißt, wenn sie diesen Fight gewinnen, dann könnte dieser Punkt hier ihnen gehören. Und das ist so, so wichtig auf dem Weg zu diesem Ziel hier OnePoint zu besiegen. Eng, aber nochmal an dieser Stelle kriegt Musasa da Self-Destruct, landet in der Backline, KSP auch nochmal da. Und jetzt ist es Morningstars, die in Bedrängnis geraten, denn OnePoint, die sind zur Stelle, die machen den Damage, die haben den Main-Tank an, der hier noch da parat, aber Sig fällt, hat keine Chance, sich gegen Diva durchzusetzen. Dragon Eddie's Mech ist allerdings auch weg, Drido geht low, aber kann sie das Ganze noch überleben, kann das Ganze hier nochmal zurück drängen. Transzendenz wird gemacht. Chubbs versucht irgendwie am Leben zu bleiben, wird aber aus dem Leben geschlagen hier von Drido. Und mal wieder schaffen die Morningstars hier, irgendwie zurückzukommen mit KSP auf der Tracer, mit Dragon Eddie, der hier mit seiner Diva nochmal ein paar Headshots verteilt. Und es sieht richtig gut aus für die Morningstars, trotz verzweifelter Versuche von OnePoint hier nochmal zurückzukommen. Ja, man kriegt die Kills nicht ganz durch. Man kommt nicht mehr auf den Point und die Morningstars, die nehmen den einfach mal mit. Die schaffen es hier dann doch letztendlich noch zu überleben. Und das war mal eine dicke Bombe hier von Dragon Eddie. Die hat den verlorenen Fight dann doch nochmal gesaved. Ja, Dragon Eddie hat sich das Auge bewiesen, hat gesagt, okay, wenn Tech 36 das kann, dann kann ich das schon lange. Und somit wirft er diese Bombe und rettet seinem Team damit diesen Punkt. Richtig spannender Fight, gerade am Ende. Die OnePoint scheint dann nochmal fast zurückgekommen zu sein. Am Ende hat es dann aber leider nicht gereicht. Und somit verliert OnePoint diesen ersten Punkt. Und somit geht man hier direkt auf den zweiten und versucht natürlich den für sich einzunehmen. Mal schauen, ob OnePoint es hier nochmal schaffen kann, diesen Reverse Sweep abzuwehren. Oder ob die Morningstars sich sagen, nein, das ist jetzt unsere Map. Wir wollen das Ganze jetzt durchziehen. Wir beweisen die Stärke und das Durchhaltevermögen, hier drei Maps in Folge zu gewinnen. Ja, und hier soll es vorwärts gehen mit der Double Sniper Comp. Da muss man natürlich gut rotieren, um den OnePoint Star gut aus dem Weg zu gehen und die Schüsse zu setzen. Aber die setzen sich erstmal Richtung Punkt. Und da kommt auch die Rotation schon mal durch. Man hat die Seiten gewechselt, aber auf dem Punkt sind es erstmal die OnePoints. Ja, Dragon Eddie hier mit dem Roadhog schafft einen guten Hook. Allerdings ist die Bubble sofort da von Sig, um das Ganze aufzuhalten. Musasa allerdings kriegt einen schönen Kill durch seinen Hold, durch seinen Pull und Dragon Eddie setzt nach. Somit gehört der Punkt zwar OnePoint, aber das nicht mehr lange, denn beide Tanks sind down und somit wird ja auch hier nachgesetzt. Morningstars mit dem Damage, mit der Koordination und somit auch mit den Kills. Ja, wirklich ein schöner Kill hier von Musasa mit dem Hold in den Abgrund gezogen. Und das eröffnet natürlich viele Wege hier. Und jetzt kann KSP vorne schon mal pieken, gucken, ob er einen Kopf trifft. Aber das gelingt noch nicht so ganz. Er muss sich ein bisschen zurückfallen lassen. Und ja, jetzt auf den Engage warten. Ja, aber diese Double Sniper kommt, die natürlich sehr, sehr stark ist, gerade weil sie viel Damage von verschiedenen Seiten auf den Gegner reinregnen lassen kann. Die Rotation jetzt auf Seiten von OnePoint, wo man versucht, hier einfach in die Backline schnellstmöglich zu kommen und diese Aufstellung ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Polly kriegt hier Leaf raus, sehr, sehr schön, eher guter erster Kill. Morningstars setzen allerdings nach, indem man Chubbs hier bestraft. KSP ebenfalls mit dem Headshot und es sieht wieder gut aus für die Morningstars. Sie schaffen es immer wieder, dieses Hin und Her auf ihre Seite zu ziehen und somit auch mehr als 40% jetzt schon einzunehmen. Ja,
Dragon Eddy jetzt auch wirklich stark auf dem Roadhog unterwegs, hat mit dem Hole Hawk hier gerade nochmal 2 Kills sichern können und damit, ja, sieht es echt gut aus für die Morningstars. Die haben die Ult und auf der Gegenseite nur Tech36, aber wir wissen, was der mit seiner Ult anstellen kann und das könnte ganz schön böse enden für die Morningstars. Ja, die Morningstars haben jetzt vor allem auch eine relativ unmobile Comm, die nicht darauf ausgelegt ist, schnell zu verschwinden. Tech36 frisst erstmal den Drachen, gutes Frühstück, das kann man hier auf jeden Fall zusagen. Jetzt versucht man hier mit der Orisa Ult zu arbeiten. Tech36 wirft den Mech, wird aber gepullt, kriegt trotzdem die Rido draus, sehr, sehr schön gemacht und Chubbs setzt nach mit dem Kill auf Exorath und es scheint so, als könnte man endlich bei 75% das ganze Ding nochmal drehen. Auch KSP hat keine Chance, trotz seiner grandiosen Headshots. Ja, und es sieht so aus wie auf Map 1 hier auf Nepal gerade. Die One Points schaffen es dann doch nochmal einzunehmen und die Morningstars, ja, wahrscheinlich wechseln sie jetzt wieder auf die Goldscomb, um dann engagen zu können. Das passiert auch und damit will man dann vorangehen, damit will man die Kills kriegen und ich glaube, ein wichtiges Target könnte hier Scaler sein, denn der verteilt einiges an Heal und hat auch gleich seine Ult. So sieht es aus, Mustasa zur Stelle jetzt mit dem Winston, aber der Rally kommt raus. Sig ist der Erste, der direkt down geht, super ärgerlich. Jetzt kommt aber mit der Ultimate hier von Scaler auch nochmal ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Healing und ein bisschen Damage, den man natürlich nutzen kann und somit ist Chubbs vorne vor mit dabei und kann hier viele, viele Kills machen. One Point hält erstmal, hat aber selber auch viel benutzen müssen. Ja, jetzt muss man auf beiden Seiten natürlich auf die Respawns warten und kann nicht ganz so aggressiv vorgehen. Aber ich denke, die Morningstars, die sind hier ein bisschen schneller unterwegs. Die haben den Lucio hinten mit dabei und pushen direkt auf den Punkt. Ja, schön gemacht von Chubbs hier direkt seine Ultimate zu farmen. Versucht natürlich jetzt gleich in der Backline die Leute runter zu schubsen. Mustasa ist der Erste, der down ist. Primal Rage kommt raus. Ah, sehr ärgerlich. Lieb schafft es da noch mal zurück auf den Highground. Schafft es das Ganze noch zu überleben. Exorath wird angegangen. Kriegt man den Kill auf ihn, ist die große Frage. Kriegt man ihn abgeholt? Nein, bisher nicht. Dafür ist Rido derjenige, der hier fällt. Er war zu aggressiv und somit sieht es gut aus. Die Prozente laufen weiter für One Point und man hat auch die Ultimates, die man braucht mit Zyg und Tech36 mit der Combo. Ja, ich glaube, da war der Plan von Chubbs, die Transzendenz rauszuloggen, loggen hier von Exoref, aber das Ganze hat nicht funktioniert. Der hat genug hier gekriegt und jetzt kann man nochmal vorgehen. Jetzt hat er die Graf. Die Graf kommt hier raus. Mustasa ist der Einzige, der hier drin gefangen ist, bekommt aber Unterstützung hier von seinem Zenyatta mit der Transzendenz. Jetzt wieder die Graf auf der anderen Seite. Safe Distract aufeinander. Beide kriegen einen Kill. Tech36 ist down und Exoref ebenfalls. Es sieht gut aus für die Morningstars gerade. Durch den schönen Boop hier von Drido und Mustasa auf Chubbs kann man auch den Main Tank entfernen von diesem Punkt. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man das irgendwie aushalten? Kann man sich noch irgendwie zurückkämpfen auf Seiten von One Point. Es sieht nicht gut aus, aber man hat Zeit, sich nochmal zu regroupen. Ja, 99% für One Point und 85% für die Morningstars. Man kann die Zeit nutzen, hat allerdings keine Ults, um hier zu engagen. Deshalb muss man alles jetzt draufsetzen, dass man diesen Punkt kriegt. Denn 94%, das wird verdammt knapp. Ja, man schafft auf jeden Fall das Ganze nochmal zu contesten. Geht jetzt auch hier drauf. Vielleicht schafft es Sig hier nochmal irgendwie seine Ult farmen zu können. Nochmal mit seiner Ult arbeiten zu können. Es sieht bisher ganz gut aus. Mustasa ist gefallen. Das könnte die Chance sein, hier für One Point sich nochmal zurückzukämpfen. Das könnte die Chance sein, die sie hier brauchen, um diesen Reverse Sweep abzuwenden. Man heilt sich hier sehr, sehr gut. Soll aggressiv gehen. Muss versuchen, das zu punishen. Leaf ist wieder da. Jetzt auf dem Hammond unterwegs. Und somit auch nochmal ein Tank zusätzlich dabei. Der Punkt wird geflippt. Das ist eine gute Möglichkeit. Graf, die sitzt wunderbar. Und damit ist auch die Ult, von der gesprochen wird. Und Dietro ist der Erste, der fällt. Leaf versucht irgendwie zu überleben. Wird aber runtergebufft von Polly. Richtig, richtig stark. Self-Destruct wird nochmal gesendet. Das ist der Double Kill von Dragon Eddy. Kann das nochmal reichen? Er verliert nochmal sein Leben. Der Headshot wird gesetzt mit Mustasa. Hier mit der Primal Rage kann man das Ding vielleicht noch umdrehen. Tech36 versucht verzweifelt nochmal das Ganze umzudrehen. Aber nein! Das ist der C9! Das ist der C9 von Morningstars! Die haben den Punkt verlassen. Mustasa war da so gut dabei. Der war gerade in Rage, hat hier die Zarya runtergekickt und dann nicht aufgepasst, dass irgendwer am Punkt war. Das gibt's doch nicht. Die haben das einfach hier fallen lassen und ich glaube, die beißen sich ganz schön in den Hintern jetzt. Super ärgerlich. Dragon Eddy dreht das Ding nochmal rum mit seinem Self-Destruct, mit diesem grandiosen Double-Kill. Mustasa kommt direkt hinterher, macht nochmal 3 Kills für das eigene Team, aber dann verlässt man den Punkt. Das Ding war gewonnen. Das Ding war vorbei. Man hätte diesen Reverse-Sweep sicher machen können. Und dann
ist es vorbei. Hier, One Point gleicht auf der letzten Map nochmal aus und zeigt uns das allerlängste, was man uns zeigen kann. Nämlich den dritten Punkt auf der fünften Map. One Point ist natürlich jetzt euphorisch. One Point ist jetzt hier in der Lage, vielleicht nochmal gegen zu agieren. Mostaza versucht mit dem Knockup zu arbeiten, schafft es aber nicht. Und One Point hat jetzt die gute Position, sind jetzt auf dem Punkt. Leaf wird gepunished und somit hat man hier auch vor allem mit der May eine richtig starke Position. Allerdings keine Diva mehr. Magots ist natürlich richtig stark hier, da kann man die Türen zuwallen und dann seine Stärke hier spielen lassen. Ja, KenSP hat da gar keine Sideline gerade. Aber jetzt mit dem Dynamit, vielleicht kriegt er den Kill. Ja, er kriegt von hier raus und damit kann man weiter vorgehen. Sehr, sehr schön gemacht hier von KSP. Kriegt den Damage raus, macht das Ding einfach alleine sicher. Denkt sich, okay, wenn wir halt C9 müssen, dann drehen wir das Ding einfach jetzt nochmal um. Tech36 versucht das noch zu contesten, schafft aber nicht mehr als 10%. Und somit die Morningstars drehen das Ding nach nur 14%. 14% abgegeben und einiges an Ultcharge hier gefarmt. Man hat die Valkyrie und man hat die Barrage ready, um da ganz vorzugehen und schon mal den Schaden regnen zu lassen. Allerdings muss Dragon Eddie jetzt aufpassen, kriegt ein paar Soundwellen hier vom Lucio ab, der ja auch gleich schon seine Soundbarrier übrig hat. Aber die Barrage richtig starker Knock-up. Der Soundbarrier kommt aber noch pünktlich raus und somit sind Leaf und Dragon Eddie down. Die Chance hier für One Point das Ding wieder zu drehen. Dragon Eddie ist jetzt wieder in der Luft durch den guten Rest hier von Didro. Hat aber keine Chance, denn Tech36, der fliegt hinterher und sagt sich, ne, der Rest ist mir egal, dich angel ich wieder aus der Luft. KSP wird angegangen, kann das Ganze noch überleben, dank des Mercy Heals, der auf ihn draufkommt. Und somit versucht man einfach noch weiterhin zu contesten. Mit dem Bob tatsächlich jetzt hier auch nochmal, der gezündet wird. Aber das war ein bisschen zu viel meines Erachtens. Aber man will natürlich einfach nochmal Prozente sammeln. Einfach nochmal ein bisschen Zeit rausschlagen, um vielleicht nochmal contesten zu können, denn zwei Kills sind wieder gefallen. Dragon Eddie allerdings geht sehr, sehr low, aber Sig muss sich da zurückziehen und Mostaza macht den nächsten Kill. Also ist es tatsächlich nochmal ein Turn hier für die Morningstars. Ja, lief auch nochmal mit dem Kill auf Sig da und die kriegen das Ganze gehalten. Das sah aus, als wäre es schon verloren. Ich dachte, die nutzen nur noch ihre Ults, um dann gleich Comps zu switchen, aber nein, die Morningstars, die lassen sich da gar nichts sagen und bleiben hier beharrlich bei ihrem Triple DPS, weil das einfach so gut funktioniert und 69% sind schon. Da müssen sich jetzt die One Points echt anhalten, aber haben natürlich auch drei Ults hier zur Verfügung, um damit reinzupushen. Wahrscheinlich auch gleich noch die Lieber-Ult. Ja, man geht hier mit dem Rally direkt durch. Man versucht irgendwie die Pharah aus der Luft zu pflücken, aber das schafft man nicht wirklich. Jetzt aber der erste Kill auf KSP und wir wissen, wie wichtig KSP für dieses Team ist. Leaf ist der nächste, der fällt jetzt. Kommt zwar hier nochmal mit seiner Ultimate der Hammond zurück, aber das wird nicht reichen. KSP kriegt den Rest zwar raus, aber der Punkt, der wird erstmal geturnt. 92% sind es allerdings hier schon für die Morningstars. Dragon Eddie ist derjenige, der fällt. Kein Rest mehr auf Seiten von den Morningstars. Aber es kommt ein Kill nach dem anderen hier für die Sterne. Chubbs klatscht Exo-Wrath nochmal um einfach da am Leben zu bleiben und nichts zu riskieren und fällt jetzt zurück, denn er möchte scheinbar auf den Reinhardt gehen. Das ist eine gute Entscheidung hier gegen den gegnerischen Mostaza. Ja, da muss man auf jeden Fall gucken, dass man da was gegenlegt. Und Mostaza hat allerdings auch jetzt auf den Reinhardt gewechselt. Also gleiche Voraussetzungen auf beiden Seiten, nur dass die One Points den Punkt haben. Aber der Speed Engage kommt jetzt erstmal und die Trance ist vorhanden. Genau, und man ist pünktlich wieder da. Sehr, sehr schön gemacht. Jetzt kommt der Self-Destruct. Findet er die Kills? Mostaza ist down. Richtig schön gemacht hier wieder von Tech36. Schöne Kombination. Schöner Stun auch direkt von Polly mit dabei. Dragon Eddie verliert den Mac. Man geht aggressiv auf Seiten von One Point. Das funktioniert wunderbar. X-Rath setzt nochmal nach mit dem Kill hier auf Chubbs. Aber das wird nicht reichen, denn man hat genug Damage. Man hat genug HP hier noch auf dem Punkt, um die Leute wegzuhalten. Und somit schafft man es nicht zu turnen. Und One Point hat schon 70%. Ja, das wird jetzt ganz, ganz knapp. Die Morningstars müssen sich was überlegen, um da nochmal dran zu kommen. Natürlich ärgerlich, dass man mit der Transzendenz da nicht den Reinhardt hochheilen konnte. Aber eine Diva-Bomb, die macht einfach zu viel Schaden. Die kann nicht gegengeheilt werden. Und deshalb, ja, musste da Mostaza mit seinem Leben bezahlen. Und jetzt geht man ohne Ult in den nächsten Fight. So sieht es aus. Die Morningstars gehen aggressiv nach vorne, haben jetzt den Rally. Aber natürlich auf Seiten von One Point ebenfalls. Zück jetzt mit seiner Graf auch vielleicht gleich schon zur Stelle. Sehr, sehr schön gemacht. Aber hier Dragon Eddie ist auf der Suche nach ihm. Weiß ganz genau, okay, er sollte die Graf haben, kann sie aber nicht fressen. Mostaza ist der Erste, der fällt. Chubbs macht ordentlich Damage und kriegt zwei Kills. Und das könnte hier die Entscheidung sein. Der Shatter kommt nochmal durch. Dragon Eddie liegt auf dem Boden und One Point wischt mit ihnen hier alles auf. Haut sie komplett weg. Die Overtime tickt runter und somit gewinnt One Point in dieser fünften Map doch noch dieses Duell.
One Point schafft es, das Ganze zu halten. Und wie ärgerlich ist das bitte für die Samsung Morningstars? Die haben doch das Ganze schon in der Hand gehabt. Die hatten den Punkt 2 hier in der Hand. Aber sie nein dann. Und dann verlieren sie letztendlich noch, nachdem sie so stark zurückgekommen sind. Wie ärgerlich. Ja, also da muss man wirklich den Elefant im Raum ansprechen. Dieser C9, das muss man sich halt einfach mal vorstellen. Man hat sich fast bis zum Reverse Sweep hochgekämpft. Das heißt, man hat keine einzige Map am Stück verloren. Gewinnt dann auch noch die erste Map auf Nepal. Gewinnt dann die entscheidende Map, die so wichtig ist. Schafft es dann aber am Ende nicht, das Ganze rumzuturnen, weil man vom Punkt runter geht, obwohl der schon gewonnen war. Also das ist super ärgerlich. Sonst hätte jetzt Samsung Morningstars gewonnen. Es ist kein Map-Win gewesen oder so. Es wäre der komplette Win dieses Spiels gewesen. Und ich glaube, gerade dieses Duell mit One Point, die ich so auf einer Ebene sehe, von der Spielklasse her, von der Stärke her, war das ein unglaublich ärgerlicher Loss und ein super, super wichtiges Spiel hier für die Samsung Morningstars. Und dann durch so eine Aktion das Ganze zu verlieren, das ist natürlich nicht nur einfach ärgerlich, es ist auch super, super schwer zu verkraften, weil es auch natürlich auf die Mentalität schlägt. Ja, da haben die Spieler noch, glaube ich, lange dran zu knabbern an solchen, ja, so einem Loss. Und ich glaube, da wird auch der Staff dahinter mal ein ernstes Wörtchen mit denen reden. Da muss vielleicht noch mal in ein paar Trainingseinheiten noch mal nachgesetzt werden. Und vielleicht gibt es da auch ein paar extra Trainingseinheiten mal als Strafe. Aber ja, so vergeben die Samsung Morningstars den Win, nachdem die wirklich super Plays gezeigt haben. KSP auf seiner Ashe und vor allen Dingen dann auch mit dem Handlement von Mosasa hat man einfach echt gut gespielt und dann so ärgerlich am Ende abgegeben. Wirklich schade. Sehr, sehr ärgerlich. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr starkes Spiel von beiden Teams. Sie hatten beide ihre starken Momente und ja, das darf man auf jeden Fall nicht vorwegnehmen und das haben sie wirklich, wirklich stark gemacht und ich bin gespannt, wie viel mehr wir von ihnen noch sehen werden und es gab wirklich grandiose Aktionen, die wir hier in diesem Duell gesehen haben, wirklich grandiose Aktionen, hier KSP, der einen Headshot nach dem anderen, also wirklich einen starken Job gemacht hat, Tech36, der ein absolutes Monster auf der Diva ist, also Hut ab, hier auch ebenfalls natürlich an Dragon Eddie, also viele, viele Plays, die wir gesehen haben und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie das Ganze hier für beide Teams noch weitergehen wird. Denn beide haben gezeigt, sie haben unglaublich großes Potenzial. Ja, da ist auf jeden Fall noch viel drin für die beiden Teams. Natürlich hat sich OnePoint jetzt ein Stückchen hochgearbeitet. Die waren ja an der Schwelle zum Verlieren und haben es dann doch nochmal geschafft. Stehen jetzt 2-3 und genauso die Morningstars. Also die rücken recht nah ran in der Tabelle. Und ja, da bleibt, glaube ich, noch viel zu hoffen und viel zu schauen, vor allen Dingen in dieser Season. So sieht es aus. Also auf die beiden Teams sollten wir definitiv noch ein Auge haben und die durch die Season noch weiterhin verfolgen. Mal schauen, ob wir noch viel von ihnen sehen werden. Jetzt gehen wir aber erstmal in ein kurzes Interview mit Colsty. Hallo. And after that win, especially against a team like Morningstars. I'm not gonna lie, I almost shed a tear. Really? How did you feel when you saw Shrine went over to you when the big C9 came through? I mean, it's pretty unfortunate. Like, they couldn't do anything anyway for the C9. It's not a real C9. The Diva Bomb was denying the whole thing. Ah, okay, I see. Spotted something that we didn't, thankfully. Guy's got great eyes. Not that, unlike me. And that's why I need glasses. Anyway, yeah. But I'm really happy. I'm really proud of the team. And yeah, it's just really happy. I bet you are, mate. I mean, I had a little question for you, mate. You're back on, all the way back in the day on Season 0, Movistar yeah. Riders. You were playing on that one. How do you feel like that experience playing through so many seasons on main tank has helped you translate over to being a coach? I think it's mostly, like, when you're a main tank, you are, like, a big part, a big core of game yeah. plans. And game plans execution, mostly, since you're the one triggering the execution. Mm-hmm. And it helped me understand the role of each other. Like, I understood every role on a basic level, not an advanced level, obviously. And from my coaching side, like, I mostly help Aang and Chubbs, and I mash game plans into the head, since they're the two big callers in the team. So as long as each of them are alive, like, the team is going to do great during games. Yeah. Thanks very much, Colsty. Thanks for joining us. Congratulations on the win. Good luck with the rest of the season. Thank you. Have a good night. Will you have it?
So, und da haben wir den guten Colsty gehört, der ja damals auch noch bei Movistar Riders gespielt hat, selber noch, aber jetzt Coach für One Point, ist natürlich sehr, sehr glücklich. Und er hat uns aufgeklärt darüber, das war gar kein C9, denn das Team konnte überhaupt nichts dafür, denn die Diva-Bombe, die wir ja leider im Feed hier nicht sehen konnten, da wir den Auge auf Mustasa hatten, die hat den Punkt ferngehalten. Somit konnte keiner von dem Samsung Morningstars auf den Punkt. Aber damit sind wir auch schon durch für das erste Match und sehen uns gleich zum nächsten Mal.